Lokast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig. Und dann ist es wieder Podcast-Zeit, wie jeden Dienstagabend. Schönen guten Abend und viele Grüße nach Leipzig. Aua! 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 Was geht? Hast du dich mit einem Haustier oder einem deiner Kinder angelegt? Bist du verletzt? Ich habe mich kurz an Robert Zickert erinnert vom Freitag. Der Robert Zickert am Freitag, kann sich erinnern, der lag ja mehr auf dem Feld, als dass er gestanden hat, muss ich sagen. Unterschied sich dann natürlich auch. Rasmus Jessen lag ja dann am Ende auch nur noch. Es lagen viele da, ja, das stimmt. Aber was mir so, also mir persönlich, dieses Spiel, ja, was mir so tagelang noch durch den Kopf ging, willst du das wissen? Natürlich, also du sagst es ja trotzdem. Warum hast du beim Teilen des letzten Stück Kuchen mir bloß so ein kleines Stück gegeben? Na, weil das letzte Stück Kuchen war ein halbes Stück und das habe ich durch drei geteilt. Der Nachbar vom stellvertretenden Chefredakteur, also der Nachbar auf der Tribüne, du und ich. Aha. Ricardo wollte nicht, das war mein Glück. Na, ja, die Frage ist doch, warum gab es nur kalte Würste und davon auch nur noch zwei, als ich 20 Minuten vor Spielbeginn da war? Naja, dann das ist mittlerweile so ein Hotspot geworden da oben, dieser Raum. Und da trifft man ganz viele Leute, die sich das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, dass es da die leckerste Bockwurst... Dass da gute Würste gibt. Die Würstchen, meiner schöne Jude, Würstchen gibt's da. Aber um nochmal auf Chemnitz zurückzukommen und das Spiel, ich glaube, also mir gab ja dann nach dem Spiel schon sehr viele Emotionen am Abklatschen beim Zaun, also egal, ob du nun jetzt Naumann abgeklatscht hast oder Ciane, alle haben sie irgendwie eine Fresse gezogen, wie man in Sachsen sagt. Aber der Aufreger war vor allen Dingen auch das Spiel und die Schiedsrichterleistung. Nach dem Spiel hat er immer gesagt, also der Schiedsrichter hatte auch ein psychologisches Problem, der war doch mit sich selbst nicht im Reinen. Andere haben gesagt, das war gekauft! Das Spiel, so Westgame! Ja, sehr emotional. Tatsächlich war die Schiedsrichterleistung nicht gut, aber am Ende war ja unsere auch nicht gut. Und Jochen Seitz hat ja auch gesagt, wir haben uns zu lang und zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt und das hat uns Ablenkung eingebracht und gebrockt. Und nochmal auf Zicker zurückzukommen, wenn natürlich der Schiedsrichter jedes Mal pfeift, wenn ich nur Aua mache, dann schmeiße ich mir natürlich weiterhin, weil dann habe ich den Ball, dann haben wir Freistoß, dann haben wir Ruhe und dann spielen wir halt an. Ist ja auch ein taktisches Mittel, aber ich fand es halt gut, dass Toni Bauer, der Schiedsrichterassistent 1, der dann Hauptschiedsrichter wurde, eben nicht mehr jedes Hin abgepfiffen hat. Aber ich muss sagen, so sehr wie ich Robert Zickert mochte als Spieler bei uns, das ging mir auf den Kranz am Freitag. Das ging mir richtig auf den Kranz. Viele Spieler von uns haben nach dem Spiel so gesagt, also das war so ein klassisches Spiel, wo du noch 3 Stunden weiterspielen kannst und das Tor fällt nicht. Man muss ja mal eins festhalten, Fehler haben die in ihrer Verteidigung ja null angeboten, das ganze Spiel. Aber es gab also nicht einmal die Szene, wo man sagt, das jetzt muss man ausnutzen, aber es war schon, ich glaube, die zweitbeste in Verteidigung der Liga, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Naja, mit uns die beste, ja, genau. Und wie gesagt, die haben da vorne eben noch nichts angeboten. Nee, haben sie nicht, außer in der allerersten Minute, ja, also wenn nur ein Eichinger dort mehr Glück hat, mehr Fortun beim Abschluss, dann steht es dort 1-0 und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel verläuft. Und so war es im Prinzip die Ciane-Chance noch, nach so 36 Minuten, wo er auf den Tor köpft, und die Siebeck-Chance dann nach der Pause. Und das sind so die drei Hauptmöglichkeiten gewesen, für den 1. FC Locken dort zu erzielen. Und ich teile das, was viele sagen, es hätte noch ewig weitergehen können. Ich hatte nicht die großen Erwartungen ans Spiel. Es war klar, es kommt irgendwann ein Rückschlag, eine Niederlage. Und wenn du die Aufstellung dir anguckst, dann war die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es eben an diesem Freitagabend passieren wird. Bevor wir weiter über das Spiel sprechen, möchte ich sagen, Dankeschön wie jede Woche diesmal an Jens und Niki für eure Spende. Das ist lieb und das ist nett, freut uns. Und falls Sie uns unterstützen wollen, in den Shownotes gibt es dazu den passenden Link. Sagst du auch danke? Ja, machst du auch jede Woche. Ich mach's anders, ich gebe dir eine Textzeile und du vervollständigst. Na los. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Genau. Wir singen jetzt mal nicht weiter. Sehr gut. Ein Klassiker des Schlagers, wie viele Flipperslieder eigentlich auch. Also was ist die Rote Sonne von Barbados, fällt mir da zum Beispiel ein. Was ist dein Lieblingsflipperslied? Aber nochmal auf den Herrn Rasmussen. Ach, du hast wohl kein Lieblingsflipperslied, ja? Hast du dich nicht in diesen, wie heißt denn der, Synthesizer-Keyboard-Menschen verliebt? Ich glaube, der ist auch schon verstorben, leider. Ja, leider. Aber hat uns immer viel früher auf den Veranstaltungen viel geholfen. Wenn gar nichts mehr ging, haben wir gesagt, hier, Hitmix Flippers. Und dann hat man erstmal 5 Minuten Ruhe und die Leute sind außer Rand und vor allem auch außer Band gewesen. Also das war schon gut. Aber was ich nochmal fragen wollte, Rasmussen, der Schiedsrichter, mir ist er immer noch in Erinnerung vom Erfurt-Spiel. Und dann gab es schon mal so eine Szene, da hat er ja schon mal so einen Freistoß nicht freigegeben, der dann allerdings das Tor galt. Ist es denn von den Regularien her rechtens? Wenn ja, brauchen wir eigentlich auch nicht länger über diese Szene diskutieren. Was ist rechtens von den Regularien? Dass er den Freistoß eben nicht freigegeben hat und trotzdem, der Freistoß wurde Das Problem beim Freistoß war meins
Erachtens in meiner Erinnerung, es wurde weder beim MDR noch bei Eurosport TV thematisiert, war das Problem eher, dass er in die Aktion reingepfiffen hatte. Also der Ball rollte und er rollte an ihm vorbei und dann pfiff er. Und also entweder er pfeift nicht oder er pfeift vorher, aber er kann nicht zwischendrin pfeifen. Und wenn ich es richtig gedeutet habe, haben die Spieler sich darüber auch beschwert. Es gab auch mal eine ähnliche Situation, ich glaube, es war mit Michael Malbrank, ein Bundesliga-Schiedsrichter, der beim Spiel 1860 München gegen Karlsruher SC, war 97 vielleicht, auch zwischendurch gepfiffen hat und dann danach gesagt hat, also ich war das nicht. Und am Ende wurde er zurückgestuft. Ich weiß nicht, ob er dann noch Spiele gepfiffen hatte, aber das war natürlich Bundesliga und es war vor dem Videobeweis. Trotzdem gab es TV-Bilder, die ihn überführten als Missetäter. Hast du oder haben wir jetzt rausbekommen, was passiert wäre, wenn wir keinen Ersatzschiedsrichter gefunden hätten? Das Spiel wäre dann abgebrochen worden. Wäre es dann wieder beim 1-0 weitergegangen oder beim 0-0? Wissen wir mal noch nicht. Das habe ich nicht recherchiert. Es ist auch müßig, darüber zu diskutieren, denn es ging am Ende 0-2 aus und wir haben einen Ersatz gefunden und einen ganz bekannten sozusagen. Ja, und der ist jetzt so ein kleiner Superstar geworden. Ja, aber ich fand das Medienecho, also zumindest was ich so mitbekommen habe, hat sich in Grenzen gehalten. Es gab schon größere Berichterstattung darüber. Liegt vielleicht auch daran, dass der Jordi Gartner gar nicht weiter über seine Rolle sprechen wollte, weswegen er heute auch kein Podcast-Gast ist. Sonst hätten wir natürlich gerne hier gehabt, die Drähte glühten zum Herrn Vater, aber er wollte sich zurückziehen, gab keinerlei Interviews und das finde ich eigentlich auch sympathisch. Ja, das ist auch seine freie Entscheidung und das haben wir so hinzunehmen. Das ist Ich kann mich erinnern, damals war es ein Linienrichter, der ausgefallen war. Ne? Da hatte sich irgendwie, der war auch irgendwie in Rasen getreten. Ja, gut. Also ja. Wir können festhalten, egal, bei Lok Leipzig, Freitagabendspiel, ein Schiedsrichter, den haben wir auf jeden Fall, treiben wir immer auf. Ja, richtig. Ich habe hier nochmal nachgelesen zum Thema Jordi Gartner. Weißt du, mit welchen Schuhen der gespielt hat? Na? Mit den Schuhen vom Chemnitzer Co-Trainer Niklas Hoheneder. Aber gespielt, gepfiffen natürlich, sahen aus wie Turnschuhe eigentlich. Aber offensichtlich waren es dann doch Fußballschuhe. Und er ist im Förderkader, U20-Förderkader des SFV. Und das, was Lokoführer schon am Freitag wussten, pfeift in der Sachsenklasse, konkret Sachsenklasse West. Sonntag übrigens dann nochmal richtig im Einsatz gewesen. Und zwar beim Kreispokalspiel zwischen dem SV Geringswalde und dem TSV Großwaltersdorf Eppendorf. Ich nehme an, das ist eine Spielgemeinschaft. Und sonst pfeift er halt für den FSV Motorbrand Erbesdorf. Wurde von allen Seiten gelobt. Und tatsächlich ist natürlich so, dass er auch nicht groß was zu überstehen hatte. Im Prinzip spielte sich ja nach der Spielunterbrechung das Spiel zu 90% in der Hälfte des Chemnitzer FC ab. Aber da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ja, davon hatten wir nichts. Wie viele Freistöße auch wir hatten von rechts, aus dem Halbfeld, die alle ungefährlich waren. Das spricht auch für die wiedererlangte Souveränität und Selbstverständnis des Chemnitzer FC in dieser Phase der Saison, nachdem sie letzte Woche ja schon Alklinik geschlagen. Jetzt der Sieg bei Lok. Die sind jetzt langsam am Erwachen. Wie müssen wir denn das Ganze jetzt einordnen? Wir haben ja gesagt, irgendwann kommt das. Ja klar, jetzt ist es passiert. Ich persönlich bin bald der Meinung, Gott sei Dank, weil das ist ja noch eine doppelte Belastung gewesen, dass man jetzt immer noch um Gottes Willen. Kannst du dich erinnern, dieses Jahr in der Oberliga, als wir damals, ich glaube vom vorletzten Spieltag, dann stand es 1-0 bis kurz vor Schluss. Die Hektik, es ging also nur noch um diese Serie, die gehalten wird. Ja, also jetzt ist es soweit. In der Tabelle ist nicht viel passiert. Halle hat gewonnen. Das heißt, sie rücken den näher ran. Aber ansonsten bleibt es ja bei dem Vorsprung. Meinst du, es hat irgendwelchen Einfluss auf die Spieler? Können wir ja nachher Toni Wachsmuth mal fragen. Ja, können wir nachher fragen. Ich glaube nicht. Natürlich ist es gerade für die Neuen jetzt ein ungewohntes Gefühl, mal als Verlierer rauszugehen. Das ist natürlich auch eine Sache aus der jetzt alle gestärkt hervorgehen müssen. Das war auch so ein Tenor am Zaun. Ich muss sagen, dass viele Menschen dort einfach akzeptiert haben, dass es heute, also am Freitag, nicht gereicht hat und dass das Echo auf die Leistung nicht negativ war. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wie wir das einzuordnen haben, denke ich, da spielt auch noch die kommende und übernächste Woche eine Rolle, denn in Bautzen und in Plauen, ja, wir sind natürlich Tabellenführer der Regionalliga und so, aber dort wissen wir ja aus dem Jahr 2021 in Bautzen, dass im Pokal dort auch mal eklig werden kann. Übrigens, wenn Niklas Müller verletzt ist, ob der dann spielen kann überhaupt am Samstag, frage ich mich. Und das andere ist auch in Plauen Freitagabend auch nicht dankbar. War schon zu VfB-Zeiten schwierig. Und ich denke, wenn wir beide Spiele erfolgreich bestreiten, ist diese Niederlage gegen Chemnitz nicht weiter die Rede wert. Dann ist es halt einfach eine Niederlage gewesen. Aber so, wenn es dort Negativerlebnisse geben würde, wäre das ja dann Startpunkt gewesen für eine Negativserie. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Mir macht halt die Personalsituation ein bisschen Sorgen, muss ich zugeben. Ich glaube, die hat uns auch einige Prozente gekostet im Spiel gegen Chemnitz, gegen eine eingespielte Truppe mit einem größeren Selbstverständnis, mit Zutrauen und, sag mal, in Anführungszeichen, blinden Verständnis gegenüber dem Nebenmann, hätte dort, denke ich, noch souveräner und besser agiert. So war natürlich die Not auch groß. Meine Pitbitzer hat, glaube ich, das erste Mal, seitdem er bei Lok ist, Rechtsverteidiger spielen müssen, wenn auch nur 20 Minuten. Dann kam Nico Rieger und die Frage ist, in welcher Verfassung er ist, dass er nicht von vornherein eingewechselt wurde. Und er zum Beispiel, das ist für mich symptomatisch gewesen, wollte dann in der 89. Minute Ziane kurz anspielen,
am Strafraum, wo aber drei oder vier Spieler im Strafraum waren und den Ball hoch eigentlich erwartet hatten. Und das sind so die Details, die dann am Ende dich auch rasend machen können bei so einem Spielstand. Aber du musst sie akzeptieren, denn ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, so hat die Mannschaft vorher noch nicht zusammengespielt in der Konstellation und wird sie wahrscheinlich auch nicht nochmal. Du hast auch gesehen, Eichig, der schießt auch nicht, läuft immer parallel zum Tor und versucht auch noch einen zweiten, dritten Ball zu spielen. Das war auch neu. Was natürlich auch auffällig ist, dass zum Beispiel so ein Dombrova, der ja so eine extrem, aus meiner Sicht, gute Entwicklung in den letzten Spielen genommen hat. Und dann natürlich merkt man dann, dass der natürlich fehlt, ne? Weil das hat sich also so ein bisschen so eingeswingt, ein bisschen auf der Seite. Und na klar, das kannst du dann auch nicht so kompensieren, indem du sagst, wir stellen da jetzt A, B oder C hin. Das ist natürlich so. Ja, natürlich. Also mit welchem Selbstverständnis die Viererkette auch einfach funktioniert hat in vielen Spielen, ja, mit Wilton und Pischowski in der Mitte. Am Anfang noch Zimmer und dann Dombrova und Adigo auf Außen. Das ist eine Sache, die kannst du nicht ersetzen. Und wir haben da ein Stück weit Verletzungspech. Aber damit geht es ja los, diese Eingespieltheit, dieses, ja, heute ist wieder die Viererkette der letzten Wochen, mit der wir, weiß nicht, 2 Tore in 7 Spielen kassiert haben oder weiß nicht, wie die Statistik war. So hast du immer jemand Neues und das ist, so blöd wie es klingt, auch eine Gewöhnungssache auf dem Feld. Da spielen so ein Thema wie Verlässlichkeit des Nebenmannes und so weiter und so fort eine Rolle. Und da bist du vielleicht manchmal in Gedanken auch nochmal, ah, Mist, jetzt haben wir hier hinten links Ryan, das war ja dann, als Pieplitzer rechts verteidigt hat, der Ryan Adigo hinten links verteidigt, hat er meines Erachtens auch noch nicht gemacht. Und auch ungewöhnlich und über seine Seite ging fast gar nichts mehr, weil er natürlich dort vorher mehr eigentlich mit links hätte spielen müssen. Und dadurch waren wir auf der Seite nicht mehr ganz so offensiv stark wie zu der Zeit, als er auf rechts gespielt hat. Wobei die oder das Tor jetzt nicht aus dem groben Abwehrfehler entstanden ist, das war eben aus dem Getümmel raus. Und das war natürlich auch ein bisschen Glück, dass der durchgeht. Also man kann absolut, jetzt nicht absolut sagen, da hat die Verteidigung und die Innenverteidigung geschlafen. Also das war in dem Fall Glück für Chemnitz und Pech für uns. Ja, das ist auch das Thema Spielglück, was wir schon hatten, was wir hin und da schon gebraucht haben. Hier haben wir es eben am Freitag nicht gehabt. Auch beim 2-0 wollte ich übrigens auch sagen, ja, Andi Naumann, werden viele sagen, klopft doch den Ball nach vorne, aber er hat natürlich das kurze Anspiel erstmal gesucht, weil er dachte, wenn ich jetzt den Ball nach vorne schlage und 5 Mann von uns stehen im Abseits, dann bringt uns das natürlich gar nichts. Deswegen war seine Idee, nämlich stark an, den Ball kurz zu spielen, um von dort den Ball reinzuschlagen, weil da nochmal Zeit war, aus dem Abseits rauszukommen. Das war ja der Standard, zu dem er nach vorne gegangen war. Und da ist natürlich am Ende bist du die ärmste Sau, weil es natürlich besonders blöd aussieht. Bei der Instagram-Seite NOV-Memes sieht man dieses Laufduell in so einem kleinen Reel zwischen ihm und Ross Wolter, wo jemand die Stimme von Forrest Gump, beziehungsweise aus dem Film Forrest Gump, reingemixt hat und gesagt, da wird er gesagt, lauf Forrest, lauf, 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 lauf. Aber er kriegt den ja nicht. Aber das zweite Forrest Tor ist ja vollkommen wurscht, überhaupt darüber zu reden. Ja, ja, natürlich, klar, das war am Ende auch egal, ob 1 oder 2-0, aber wie es zustande kommt, war es natürlich ein bisschen unglücklich. Genau. Lass uns mal die Auflösung des Tippspiels machen. Wir haben ja dieses Wochenende ein bisschen mehr Zeit vorm ersten Gast, deswegen werden wir das alles. Hast jetzt du gerade gesagt, dieses Wochenende? Ja, wir haben dieses, also bezogen auf das Spiel, am Spieltag, meinte ich das. Du weißt noch, was du getippt hast? Nee, deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Nee, das weißt du ja. Na, okay, fangen wir an. Zwickau gegen Meuselwitz 1-1 war dein Tipp. Ja, Meuselwitz mit einer sehr guten spielerischen Leistung. Vertreter von Ostsport, die in Eilenburg waren am Samstag, haben sehr geschwärmt. Von Meuselwitz in Zwickau, das dürften die eigentlich nicht verlieren. Am Ende ist es aber 2-1 für Zwickau gewesen, also nichts für mich. Lok gegen Chemnitz hatten wir gerade, 1-0 war dein Tipp. Dann machen wir weiter. Hertha gegen Hertha BSC gegen Chemie Leipzig. 2-1 war dein Tipp. 1-2. Ja. Eilenburg gegen Greifswald 2-2. Na, ja, das möchte ich mir erstmal nicht dazu äußern. 0-3, ja. Warum nicht? Naja, weil das sieht aus, der Zusammenschnitt bei Ostsport und beim MDR und das Ergebnis sieht so aus, wenn es eine klare Sache gewesen ist. Aber tatsächlich passiert in der ersten Halbzeit im Prinzip genauso viel wie bei Lok gegen Chemnitz, nämlich eigentlich nichts. Kreiswald hatte eine Möglichkeit durch Benjamina. So, in zweiter Halbzeit mit dem Wiederbeginn hatten die eine zweite relativ gute Möglichkeit und dann sind wir eigentlich dran, sind gut im Spiel, haben mal die 10 Minuten nach der Pause Kreiswald in ihre Hälfte gedrückt und dann kassieren wir halt ein Gegentor durch einen krassen individuellen Fehler und ein zweites Gegentor genauso durch einen individuellen Fehler, der so normalerweise nicht passiert. Steht 2-0 und ja, war halt offensiv kein Mittel. Die Kreiswald haben sehr solide und sehr gut verteidigt. Zischer dort an der Außenlinie hat den ordentlich Dampf gemacht und eingeheizt, aber wir waren nicht 3 Tore schlechter. Ja, das waren zwei dumme Fehler. Kreiswald sicherlich mit der besseren Spielanlage, wir mit wenigen, ganz wenigen Torchancen, aber 0-0 wäre durchaus möglich gewesen.
Altkliniker gegen Plauen 2-0, war dein Tipp? Ja, ja, 1-0 am Ende. Jena gegen Babelsberg 1-1. 1-2. Auch komisches Ergebnis. Naja, vor allen Dingen, also bei Jena, die haben ja im Prinzip die Probleme, die der erste FC Lok hat, viel eher gehabt, ja, die Ausfälle von wichtigen Spielern, ja, Löder und Seetzer zum Beispiel nur zu nennen. Und das schleppen die jetzt seit Wochen mit sich rum, haben ja letzte Woche auch nur mit viel, viel Glück gegen Luckenwalde in der letzten Minute noch, oder in der letzten regulären Minute, glaube ich, das 2-2 gemacht. Dann noch Kopfstoß von Seidemann, rote Karte, der fiel also jetzt auch noch aus. Die sind richtig am, sagt man, also das sage ich jetzt nicht, was ich sagen wollte, aber die haben ein richtiges Problem. Und trotzdem muss man sagen, also ich meine, trotz dessen, dass sie, glaube ich, 7 Spiele oder so in Folge nicht gewonnen haben, sind immer noch auf Platz 4. Klar, die haben 12 Punkte Rückstand auf Lok, aber sie sind immer noch auf Platz 4. Luckenwalde, Erfurt 0-1. Ja, 1-2. Viktoria gegen Hertha 0-3. Zehlendorf 2-1 war dein Tipp. Ja, ist auch so eingetreten. Und Halle gegen den BFC 2-2. Ja, am Ende 2-0. Ich wusste gar nicht, das war mir nicht so bewusst, aber es ist natürlich sehr logisch, dass Halle und der BFC seit 1991 nicht gegeneinander gespielt haben. Das ist schon echt eine lange Zeit. Auch was los im Stadion. Ja, war ein bisschen was los, auch auf dem Feld, mit roter Karte dann für Joey Breitfeld. Und der BFC, auf was ich gesehen habe, beim Zusammenschnitt unglücklich. Wir hatten eigentlich auch ein paar gute Chancen, können in Führung gehen. Wäre natürlich für den ersten Halbzeit ganz günstig gewesen, wenn das unentschieden ausgeht. Halle, muss man sagen, hatte sich, und das war zu erwarten, sich jetzt gefangen. Die haben halt am Anfang das Problem gehabt, dass sie eben nicht wie wir mit einem rund erneuerten Kader, dort war es natürlich noch viel krasser, irgendwie so eine Serie starten konnten, sondern dass sie eben ja, sich noch länger gewöhnen mussten aneinander, an die Liga, an die Bedingungen, an den Druck. Und jetzt sind sie auf einem guten Weg. Noch 7 Punkte Rückstand. Wir sind gespannt, was da passiert. Den Tipp fürs nächste Spiel, für den nächsten Spieltag machen wir diese Woche logischerweise nicht, weil ist ja Pokal. Pokal. Du fährst nach Polen, hätte ich beinahe gesagt, an die Grenze. Nach Bautzen fahre ich, nach Budisin. Ja, ich bin hin zur Weiterbildung dort von Donnerstag bis Samstag. Das ist für mich um die Ecke. Letztes Jahr musste ich zum Pokal noch nach Probstheida fahren. Da war es Lok gegen Eilenburg. Dieses Jahr netterweise die Auslosung Bautzen-Lok. Und von 13 Uhr ursprünglich auf 14 Uhr, jetzt auf 15 Uhr. Das kommt mir ganz gelegen, weil die Weiterbildung 14 Uhr endet. Danke an der Stelle an die Polizei, die sich warum auch immer noch ausruhen muss. Ich weiß nicht, was wir für einen Einsatz haben, ob da eine Demo ist, ob Dynamo Freitagabend spielt. Obwohl, die können ja nicht spielen, sind ja im Pokal raus. Weiß nicht, was da ist. Aber ich bin da. Müssen wir nachher noch die technischen Details absprechen. So, da haben wir das. Was mir noch aufgefallen war am Spieltag, was heißt aufgefallen, es waren knapp 6.000 Leute da gewesen für ein Freitagsspiel, Flutlichtspiel, ja. Klar. Ich finde das immer noch okay, es war arschkalt, es war also nicht so schön wie beim letzten Freitagsspiel. Fandest du es okay oder hast du gesagt, nein, ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet? Nee, ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir sollten ja wirklich auch mal die Füße auf dem Teppich lassen. Weißt du, so wen lassen wir auf dem Teppich? Füße, oder? Nee, sag mal, mit dem Boden auf dem Tal, nee. Den Boden auf dem Teppich lassen, den Teppich auf dem Boden. Den Boden auf den Tatsachen halten. Also ruhig bleiben. Ruhig bleiben sollten wir. Ich meine, 5.700 Zuschauer gegen den Chemnitzer FC in einem normalen Ligaspiel des ersten gegen das, weiß nicht, 13 oder gegen den 13 oder 14 bei aller Tradition hin oder her. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der erste FC Lok spielt seit 2016 ununterbrochen in der Regionalliga. Chemnitz hatte mal für ein Jahr einen Ausflug nach oben gebucht. Das heißt, es ist ein Spiel, was im Prinzip jedes Jahr mindestens zweimal auf uns zukommt seit 2017. Oder mehr, wenn es Pokal ist. Und Pokal eben das dritte Mal, genau. Also das hatten wir natürlich auch schon 2021 und 2023, 2017 natürlich auch, aber da spielte Chemnitz noch dritte Liga. Von daher ist alles in Ordnung. Es war jetzt nicht Halle gegen BFC, wo man sich nach 100 Jahren das erste Mal wieder sieht. Da bin ich mit 5.700 im November durchaus zufrieden, finde ich in Ordnung. Und 5.700, wir spielen vierte Liga, ich kann mich erinnern, zu Zweitliga-Zeiten sind 5.600 zum Spiel VfB Leipzig SC Freiburg gekommen. Da war der SC Freiburg drauf und dran in die erste, oder ist am Ende die erste Liga wieder aufgestiegen. Plache Stadion im Frühjahr 1998. Was ist so der Schnitt in der dritten Liga? Also jetzt, ich meine jetzt nicht, wenn Dresden gegen Aue spielt, sondern im Normalfall. Was haben diese für Besucherzahlen? Weißt du das? Kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen, aber ich glaube, heute gelesen zu haben, dass es erstmalig an einem Spieltag der dritten Liga 2 Spiele mit einer Zuschauerzahl unter 1.000 Zuschauern gab. Tippen wir mal ganz stark darauf, dass VfB Stuttgart 2, die hatten auf jeden Fall Heimspiele und Dortmund 2 Heimspiele hatten. Aber da bin ich nicht sicher. Ich schätze mal, der Zuschauerschnitt in der dritten Liga ist so bei ungefähr 4.500. Soll ich mal nachgucken? Ja, guck mal nach. Ich google das mal. Google mal. Ja. Was sagst du? Ich wäre so bei 6.000, 7.000 wäre ich dann doch schon angekommen. Ja, du hast halt, klar, du hast halt solche Truppen wie Mannheim oder Aachen oder Dynamo oder Hansa, die den Schnitt hochnehmen. Aber du hast halt solche Truppen wie eben VfB 2, Stuttgart 2 und vorbei. Und hast natürlich noch Essen. Ja, vielleicht ist es doch so Richtung 5.500. Zuschauerschnitt dritte Liga.
Zuschauer der Statistik und List gibt keinen Gesamtschnitt, fürchte ich. Aber da müsste ich ja einfach nur ungefähr rein mathematisch, ist eine Frage an unseren Mathe-Professor, wenn ich jetzt von diesen 20 Mannschaften gucke, wie viele Zuschauer Platz 10 hat, dann ist er doch genau in der Mitte. 4, 6, 8, 10. Aber das ist Energie. Nee, das geht nicht, weil wenn der erste 50.000 hat und der letzte 100, nee, das ist mathematischer Quatsch, was ich erzähle. Aber ich glaube, wir liegen beide falsch. Ich sag's mal so, der letzte, Stuttgart 2, 2082 im Schnitt. Da gibt es natürlich viele Auswärtsfans. Dann haben wir aber hier auf Platz 10, 2, war Energie Cottbus ungefähr 11.200. Na, also da sind wir wohl mit 5.000, 6.000 deutlich zu weit oder zu defensiv rangegangen. Wahrscheinlich so Richtung 9.000. Gehen was für eine dritte Liga. Also ist schon sehr, sehr ordentlich ist, muss man sagen. Hast du den Bericht in der ARD Sportschau über Lok gesehen? Also der liebe gute Harry hat mir den gestern Abend geschickt. Ich hatte versprochen, den mir anzugucken. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ist das lohnenswert? Das ist lohnenswert. Das ist ja entstanden beim Spiel gegen Chemnitz. Es geht um die Geschichte des Fußballs. Es geht um, Anlass war ja der Mauerfall und wie sich das entwickelt hat. Es ging um den VfB Leipzig. Es ging nochmal darum, dass der damalige Geschäftsführer nicht in der Lage war und sagt auch nochmal, wie sollte ich denn da eine Bundesliga-taugliche Mannschaft zusammenkriegen? Das war ausgeschlossen. Es ging nochmal um Lok Leipzig jetzt in der Jetztzeit. Seitz kam zu Wort, hat da ein paar ordentliche Worte gesagt und es ging eben um dieses leidliche Thema, dass eben die Regionalliga Nordost diese Relegation spielen muss, was eigentlich nicht zumutbar ist. Tja, Punkt. Da kann ich ja gar nichts weiter zu sagen. Das ist vollkommen richtig. Also du sagst auch, ich sollte mir das nochmal angucken. Naja, so lang ist er ja nicht. 5 Minuten vielleicht oder so. Aber, sieben Minuten wurde mir gesagt. Dietz war, glaube ich, damals der... Ja, Klaus Dietz, der hatten wir auch schon im Podcast. War das Anfang diesen Jahres, glaube ich, ja. Er war in seinem Keller, in seinem Kellermuseum und hat da noch ein paar Sachen gezeigt, ja. Empfangen. Ja, wir haben noch den einen oder anderen spannenden Podcast-Gast in diesem Jahr, das können wir schon ankündigen. Wer das ist, werden wir natürlich nicht sagen. Am Ende klappt es nicht, da sind wir die Dummen. Wen wir wahrscheinlich nie im Podcast haben werden, ist der Mann, der uns geschenkt wurde in Form einer Bockwurst. Steht hier mir gegenüber. Danke nochmal an Marco. Also für die es nicht wissen, können gerne nochmal nachhören. Letzte Woche, da hatten wir, glaube ich, gesagt, also wie wäre es denn eigentlich mit einem Bild mit Heiko Scholz als Bockwurst mit einem Schild herrlich in der Hand oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir das Schild erwähnt haben. Am Ende kam prompt am Freitag Marco vorbei, ich habe es leider verpasst, und schenkte uns beiden einen Bilderrahmen, in dem nun eine Bockwurst im Kostüm eines Heiko Scholz mit einem Schild herrlich in der Hand drauf zu sehen ist. Und interessanterweise stehe ich jetzt gerade fest, Heiko Scholz hat zwei Paar Schuhe, aber mit dem, wie heißt denn das hier, Zipfel seiner Bockwurst kann er natürlich nur in einem Schuh stehen. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Du weißt, wenn der Heiko das mitkriegt, irgendwann steht sein Anwalt bei uns vor der Tür und sagt, Taschen, jetzt ist Schluss damit. Meinst du? Wir hätten es vielleicht nicht erwähnen sollen, meinst du? Richtig, richtig. Wir haben ja keine Facebook-Seite mehr, die wurde ja gehackt vor 5 Jahren, 2 Jahren, 3 Jahren, weiß ich nicht. Und von daher ist es auch ganz gut so, dass wir das Bild jetzt nicht reingestellt haben. Ich finde es schön. Ja. Danke auch nochmal für das schöne Bild. Und ich finde es auch lustig. Man muss auch über sich selber lachen können, muss ich sagen. Alle, die nicht genau wissen, worum es geht, hört euch doch bitte die letzten 86 oder 87 Folgen des Podcasts an und dann kann man sich das in etwa zusammen klabüsern. Du hast früher immer noch gesagt, die x-te Staffel, die so und so und so Folge, das hast du jetzt lange nicht mehr gemacht. Nee, ich habe festgestellt, dass ich beim Benennen der Staffeln, gerade auf dem YouTube-Kanal, auch zweimal 37 gemacht habe, also Fehler. Also wir sind jetzt bei Staffel 5, Folge 87 oder 88. Folge 88 darfst du bei Lok nicht geben. Naja, 87 plus 1. Genau, so machen wir das. Und an der Stelle möchte ich nochmal dran erinnern, am 10. Dezember hat Lokruf Geburtstag, 20 Jahre und wir erwarten natürlich keine Geschenke. Wir sind ja, das sind wir sehr bescheiden. Falls Sie aber Sachspenden haben, die später dann in Form einer Torte, die später in Form der Tombola dann für einen guten Zweck dann unter die Leute gebracht werden, es sei denn, Sie schenken uns jetzt als Sachgeschenk einen nagelneuen Tralala-Hauptsache-Fahrzeug oder zwei. Ein nagelneues Auto! Dann würden wir wahrscheinlich sagen, das behalten wir dann doch selber. Aber ansonsten, falls Sie Sachen haben, muss ich sagen, das könnt ihr ja dann vielleicht auch beim Familienfest beim nächsten für einen guten Zweck in die Tombola, dann würden wir, wenn es uns nicht so gut selber gefällt, das ist immer die Sache, Marco will ja unbedingt die Torte haben, ich bezweifle, dass das sinnvoll ist, aber bei den Temperaturen kann ja die Geschäftsstelle die Torte eigentlich draußen stehen lassen, bis wir kommen. Sag ich nur, meine Damen und Herren, das Rad
So, und du sagst mir, welche Show das gewesen ist. Weiß ich nicht. Glücksrad. Ich habe sowas nee, nicht Glücksrad. Glücksrad ist hier, ich nehme die Waschmaschine von Miele, den Hi-Fi, Hi-Fi-Gerät und den Home-Trainer. Das ist Glücksrad gewesen, wo du vorher als Ernstl hattest und so. Das waren Zeiten. Aber das, was ich gerade sagte, war mit Harry Weinfurt und Walter Freiwald. Ja, da gab es den Kraxelhuber und du musstest Preise raten. Ja, da wurden dir mehrere Produkte vorgestellt. Du musstest raten, wie teuer die sind. Das nannte sich, der Preis ist heiß. Ah ja. Preis ist heiß, ja. Ist alles an mir vorbeigegangen. Leider. Warum aber eigentlich? Hattet ihr kein Westfernsehen? Wir hatten. Also davor, doch. Also nach der Wende, ja, aber. Doch, wir hatten Westfernsehen, haben aber weiter aktuelle Kamera. Die alten Folgen aus dem Jahre 1953. 8. März, Stalin ist tot. Mit Angelika Unterlauf. Mit Angelika Unterlauf? Ja. Naja, gut, die kenne ich wiederum nicht, aber es scheint die Ansagerin gewesen zu sein. Eine von vielen, ja. Du weißt ja auch, es wurde mir erzählt im Führung durch zeitgeschichtliche Forum natürlich, wie Kinder gefragt wurden, also wie die Erzieher im Hort wohl angeblich rausbekommen haben, ob Kinder West- oder Ostfernsehen ob die Eltern Ost- oder Westfernsehen gucken. Weißt du, wie das relativ einfach und geschickt rausgefunden haben? Na, die haben nach irgendeiner Farbe gefragt, irgendwie, wie welche Farbe hat dies oder jenes oder. Na, die haben gefragt, ob die Uhr im Fernsehen, wenn Nachrichten kommen, Striche oder Punkte hat. Und ich glaube, die aktuelle Kamera hatte das eine und das ZDF Heute Journal hatte das andere. Mhm. Naja, ich wollte noch, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Achso, du hast erzählt mit den Geschenken und so, ja, das alles, also Torte, ich nehme eure Geburtstagsstollen. Ich wollte noch Jochen Seitz erwähnen, weil du vorhin seinen Namen sagtest im Zusammenhang mit dem Beitrag über den ersten FC, was ich natürlich, was wir noch nicht erwähnt hatten, die Mannschaft hat ja in Trauerflor gespielt wegen des plötzlichen Todes von Jens Kramer, aber genau, und da gab es ja die Schweigeminute übrigens. Ich würde ja bevorzugen, wenn ich ihn irgendwann mal das Zeitliche segne, kannst du ja vielleicht durchstellen, wenn du noch lebst. Ich würde lieber eine Minute mit Applaus nehmen, weil ich finde, das wird einfach den Menschen und den Leistungen der Menschen gerade rund um unseren Verein gerechter, als dass wir alle dort Trübsal blasen. Der Mann hat sich ja engagiert und dafür hat er wahrscheinlich viel zu selten viel Applaus bekommen, schon gar nicht vom ganzen Stadion. Die Fahnenträger waren halt alle da. Ja, schön, aber das wäre doch der richtige Moment gewesen, ihm zu applaudieren und zu danken für seine Zeit. Und teilweise hat sich ja dieses Ritual oder diese Art und Weise schon in Stadien durchgesetzt. Und ich finde, das könnte man beim ersten FC auch anregen. Also Trauer hin oder her, es wird ja auch hier und da bald oder in absehbarer Zeit in einer oder anderen von den großen Generationen des ersten FC treffen. Und da wäre es doch eigentlich auch gut, wenn nochmal applaudiert wird. Und jetzt zurück zu Jochen Seitz. Was ich stark fand, war, er hatte von den drei FahnenträgerInnen, die runtergegangen sind vom Platz, sich zwei nochmal sozusagen, oder ist nochmal zu zweien hingegangen und hat sie ein bisschen Arm genommen und zugesprochen. Und ich finde, das ist so eine kleine Geste, aber da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, dass ein Trainer der Regionalligamannschaft des ersten FC Lok dieses Gefühl, dieses Fingerspitzengefühl besitzt, dort Menschen nochmal abzuholen, obwohl in einer Minute das nächste Regionalliga-Punktspiel ansteht. Und da, finde ich, hat Jochen nochmal gezeigt, wie intensiv oder genau er in unsere Familie passt oder in den Verein auch passt und sich damit beschäftigt. Und das Ganze schneller passiert, finde ich, als wir gedacht haben vielleicht. Und ist auch so, wenn er nach dem Spiel und nach der Pressekonferenz er spricht, er hört genau zu, sagt nicht irgendwie, ja, weiter geht's. Sensationell, dass heute 5.700 Zuschauer da waren. Kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Und passt gut zu uns. Übrigens hat Rose nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz, nach dem letzten Spiel seiner Mannschaft gesagt, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Tja, so die Schlagzeile. Sprech zu sein. So die Schlagzeile in der Zeitung. Wolltest du den nicht mal einladen? Marco Rose? Ja, wir haben ja eine offizielle Presseanfrage gestellt an die Medienabteilung von RB. Da gab es eine Standard-E-Mail zurück. Ja, wir kümmern uns, bla bla bla. Das ist jetzt letztes Jahr im Oktober gewesen. Über den Buschfunk. Leute, die Marco Rose nahestehen, haben uns schon gesagt, das wird nicht, weil RB kein Interesse daran hat, dass Marco Rose jetzt hier positiv über den ersten FC Lok und seine Zeit beim ersten FC Lok spricht. Das heißt, wir müssen darauf warten, dass RB entweder aus der Champions League definitiv ausscheidet, wonach es da bald aussieht, oder in der Bundesliga vielleicht noch 2-3 Spiele verliert, weil dann wird man den Leipziger Marco Rose, mit dem diese Märchengeschichte weitergeschrieben werden soll, sicherlich vor die Tür setzen und dann werden wir uns vielleicht ihn nochmal greifen. Wir greifen uns jetzt unseren ersten Gast telefonisch, ja, und hören mal, was er zu erzählen hat. Schönen guten Abend, hallo, wie geht's? Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo. Wie geht's? Den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Und euch? Uns geht sehr gut, aber wir haben uns ja nicht so schwer verletzt, wie du das getan hast. Erzähl doch mal ganz kurz nochmal für die, die es jetzt nicht vielleicht ganz genau mitgekriegt haben, das war glaube ich das Zwickau-Spiel, wie die Verletzung zustande gekommen ist und wie der Stand der Heilung jetzt ist. Ja, genau, das war ein Tag vor dem Zwickau-Spiel am 10.9. beim Abschlusstraining. Ja, natürlich eigentlich wie fast jeder solche großen Verletzungen relativ blöde Aktion. Ich bin einfach ganz normal nach
innen gedribbelt. Und als ich dann den Pass spielen wollte, wahrscheinlich, ja, es ging auch immer, geht auch dann immer viel zu schnell, aber wahrscheinlich im Rasen falsch aufgekommen und eklig weggeknickt. Also mein ganzes Knie hat dann auch geknackt. Da wusste ich eigentlich schon, dass da schon was Schlimmes, ja, kaputt gegangen sein muss, weil ich eben sowas auch noch niemals hatte. Und genau, dann kam dann quasi, bin ich ins Krankenhaus direkt gefahren und einen Tag später kam dann die MRT-Diagnose, dass ich mir das vordere Kreuzband gerissen habe. War natürlich schon ein großer Schock, aber ja, um auf die zweite Frage, also der Heilungsverlauf, deswegen sage ich, den Umständen entsprechend läuft es wirklich sehr, sehr gut. Ich bin, habe vor einer Woche, anderthalb Wochen mit der Reha angefangen und genau davor auch schon sehr gute Behandlung von unseren Physios bei Lok bekommen und ja, mache meine Fortschritte wie geplant. Ich habe letztens von dem ehemaligen Nachwuchsspieler des ersten FC Lok gehört, der spielt mit gerissenem Kreuzband Verbandsliga und hat seit Jahren, ich dachte, man muss das immer operieren lassen. War das eine Option? Hat jemand gesagt, du musst es nicht operieren lassen, du musst dann dafür aber das und das tun? Ja, also ich habe auch gehört, dass man das nicht operieren muss unbedingt, um wieder auch sogar relativ ambitioniert Fußball zu spielen. Es ist dann irgendwie so, dass du, wenn du nicht operiert wirst, quasi das Knie für 3 Monate nicht wirklich belastest und dem Knie dann quasi 3 Monate Zeit gibt, um ja sozusagen wieder zusammenzuwachsen oder die Muskeln ihren Job übernehmen zu lassen, auch ohne eine Operation. Da ist natürlich dann aber die Gefahr, dass du halt nach den 3 Monaten guckst, okay, können wir jetzt mit der Reha anfangen oder eben nicht. Und wenn dann, wenn es dann heißt nein, dann musst du es halt nach 3 Monaten operieren lassen. Und vor allem war es dann eben dieses Risiko, dass ich die 3 Monate auf keinen Fall verschwenden wollte und deswegen ja so früh wie möglich einen OP-Termin haben wollte, genau. Wie überraschend kam für dich, dass der Toni Wachsmuth sich doch relativ stark engagiert hat, um den Vertrag mit dir zu verlängern? Er sagt es ja, glaube ich, auch beim, ich glaube, in der Sportschau war es sogar gewesen, dass er eben da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Wie ist das zustande gekommen? Ja, also was heißt überrascht? Ich bin ihm wirklich mehr als dankbar. Das habe ich auch schon gesagt, Toni und Jochen. Denn bei Toni war es so, dass er mich quasi, also ich hatte mir am Dienstag die Verletzung zugezogen und er hatte mich Dienstagabend schon angerufen und gesagt, egal wie die Diagnose morgen ausgeht, wird er mit mir verlängern und ja, das hat er dann auch so kommuniziert, als Lok dann meinen Kreuzbandriss veröffentlicht hat und ich habe ihm dann ja immer wieder gesagt, ey, so schnell wie möglich, von meiner Seite gibt es da auch nicht mehr natürlich nichts zu verhandeln, weil ja, wir uns zusammensetzen, ja, würde ich den Vertrag sofort unterschreiben und deswegen hat es dann auch überhaupt nicht lange gedauert. Wir haben uns dann schnell zusammengesetzt und dann war das innerhalb von ein paar Tagen, ja, wurde der Vertrag dann unterschrieben. Wie realistisch ist das, was er sagt, dass du vielleicht zum Ende der Saison, aber eher in der Planung für die nächste Saison eine Rolle spielst? Was schätzt du selber ein, wie das ablaufen könnte, dein Heilungsprozess? Ja, na, ich denke, da muss man immer eine sehr gesunde Mischung finden, sag ich mal. Auf der einen Seite will ich natürlich nichts anderes, als die Saison nochmal, ja, Spiele für Lok zu machen, aber und ich denke, das ist auch wirklich realistisch, dass ich das schaffe, weil ich eben schon, ja, gut fortgeschritten in meinem Reha-Plan bin, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch nichts überstürzen, weil das Kreuzband ja dann doch einige Zeit braucht, um zusammenzuwachsen, deswegen kann ich da dazu oder wann genau mich wieder einsatzfähig bin, jetzt natürlich noch nicht drüber reden, weil du halt eben nicht weißt, wie sich trotz jetzt guten Fortschritt die nächsten oder mein Knie halt in den nächsten Monaten zusammenwächst und wie gut die weiterführende Reha halt eben läuft. Deswegen, ja, so sind Prognosen natürlich jetzt noch relativ unangebracht, wie wann genau ich wieder zurück sein werde, aber ich werde auf jeden Fall alles dafür tun und hoffe auch, dass ich diese Saison noch Spiele machen werde, auf jeden Fall. Mit Theo Ogbidi hast du einen Mannschaftskameraden, der dasselbe erlebt hat wie du. Hat er sich ein bisschen mit dir beschäftigt, ein paar Tipps gegeben oder dich besonders gut aufbauen können, weil er es eben gerade erst mitgemacht hat? Ja, klar, so der Zuspruch oder die Genesungswünsche waren ja von der gesamten Mannschaft ja sehr mitfühlend und hat mir natürlich auch gut getan. Klar, bei Theo, der weiß natürlich auf jeden Fall, wovon er spricht und ich hatte auch 1-2 Fragen, weil mit so einer großen Verletzung, vor allem wenn du ja Vertragsspieler, Profifußballer bist, hängt da natürlich auch einiges dran mit der Berufsgenossenschaft, der Krankenkasse und. Und da hat man natürlich öfter mal Fragen, was man da jetzt genau einreichen muss, was man machen muss. Und da war Theo unter anderem schon ein sehr guter Ansprechpartner, ja. Fahret hat erzählt, dass er bei seiner Verletzung 6 Kilo zugenommen hat. Wie sieht es bei dir aus gerade? Also ich habe zum Glück noch nicht zugenommen. Ich bin da gerade auch relativ hinterher. Ich würde schon sagen, dass ich meine Ernährung auf jeden Fall umgestellt habe. Du musst natürlich dann auf jeden Fall auf Kohlenhydrate verzichten, vor allem in den ersten Wochen, wenn du halt wirklich nicht viel Sport machen kannst und die meiste Zeit nur rumliegen musst. Aber ich habe da wirklich mich ja relativ intensiv mit meiner Ernährung beschäftigt und versuche das auch, so gut es geht, durchzuziehen. Gibt es bei Fußballern irgendwie
jemanden, den ich bin jetzt verletzt, wie verhalte ich mich, Papst? Gibt es jemanden, der sagt, das und das solltest du machen, so und so solltest du essen, das und das solltest du auf keinen Fall tun, oder muss das jeder für sich selber individuell entscheiden? Nee, das muss auf jeden Fall jeder für sich individuell entscheiden. Ich habe dann schon trotzdem mal mit einem Ernährungsberater, mit dem ich schon ein paar Mal hin und her geschrieben hatte, hin und her geschrieben, oder auch unser Co-Trainer Robin, der ist da voll hinterher, was die Ernährung angeht. Es ist auf jeden Fall jeder ja komplett individuell. Das ist ja so quasi die größte Herausforderung jetzt als verletzter Spieler oder als Langzeitverletzter, dass du eben dir deine Zeit und dein Training jetzt unabhängig von der Reha, aber wenn du in den Kraftraum gehst und so weiter, natürlich bist du dafür komplett selbstverantwortlich. Da ist keine Mannschaft mehr, an der du dich orientieren kannst. Und das ist natürlich auch auf die Ernährung zu beziehen. Das ist auf jeden Fall individuell, aber du kannst dir da schon Hilfe von einigen holen, die da ja relativ engagiert sind. Und das hat mir auch extrem geholfen, auf jeden Fall. Was heißt, Robin ist hinterher, was die Ernährung angeht? Müsst ihr ihm da immer ein Foto schicken, was ihr heute gegessen habt? Oder wiegt er euch jedes Mal, wenn er kommt? Nein, ich meine Robin selber, also auf sich bezogen, sehr hinterher, okay, was seine Ernährung angeht. Und er konnte mir da gute Tipps holen, was ich mir da, ja, auf einer Fitnessuhr, was ich da alles, ja, wie ich mein Essen tracken kann, ohne da jetzt extrem ins Detail zu gehen. Aber er hat mir da auf jeden Fall aus seinen Erfahrungen gut helfen können und da habe ich mir einiges abgeschaut, sag ich mal so. Scheint ja auch körperlich ein gutes Vorbild zu sein für eine gute Ernährung und die Effekte, die es darauf davon gibt. Ja. Linus, wie siehst du denn die aktuelle Situation rund um die Mannschaft mit Tabellenplatz 1, 7 Punkte Vorsprung? Wie ordnest du das ein? Ja, das ist bisher wirklich eine außergewöhnliche Saison und ich denke, da können wir uns Woche für Woche echt glücklich schätzen, wie gut es aktuell läuft. Vor allem, ja, ihr wart ja auch nah dabei, wenn man das vergleicht, wie letztes Jahr unsere Situation war und wie da die Gefühlslage war. Und da ist das dieses Jahr wirklich schon mehr als nur ein Lauf über ein paar Spiele gewesen. Das muss man definitiv sagen. Ich glaube, der Trainer hat es auch richtig gesagt. Nach dem Chemnitz-Spiel, so eine Niederlage ist einfach jetzt eher eine neue Herausforderung für die Entwicklung der Mannschaft. Aber auf jeden Fall darf natürlich jetzt keine negative Stimmung aufkommen, weil ich meine, das ist immer noch überragend. Jetzt unabhängig von dem immer noch 7-Punkte-Abstand, den wir haben, spielen wir bisher eine wirklich richtig gute Saison. Und ich denke, ja, dass die Mannschaft jetzt am Wochenende schon wieder ready ist. Bruch würde ich jetzt nicht nennen. Ist da so ein Stimmungstief jetzt eingetreten nach diesem Spiel? Oder sind alle Spieler damit vernünftig umgegangen und sagen, ist halt so, weitergeht? Na genau, ich denke eher so. Also wie gesagt, es gibt keinen Stimmungseinbruch und das darf es natürlich auch nicht geben, weil wir immer noch eine richtig, richtig gute Saison spielen. Und der Chemnitz war jetzt auch wirklich kein schlechter Gegner. Die haben das gut gemacht. Deswegen Stimmung weiter hochhalten. Und dann denke ich, werden wir genauso erfolgreich sein wie die Spiele davor. Wirst du jetzt, du warst jetzt beim Heimspiel da, bist du auch mit der Mannschaft mit, wenn Auswärtsspiele anstehen? Oder kannst du sozusagen aufgrund der Reha gar nicht so planen, dass du immer mitfahren kannst und mit dabei sein kannst? Doch, also ich war jetzt beim Meusewitz-Spiel war ich mit, jetzt in Greifswald war ich nicht mit. Denke aber, dass ich, also in Plauen werde ich auf jeden Fall mit dabei sein und bin auch am Überlegen, ob ich auch mit nach Bautzen fahre. Natürlich, die Reha, die geht ganztägig von Montag bis Freitag, aber wenn ich früher anfange, vor allem an dem Freitag vor Plauen, schaffe ich das auch noch 19 Uhr dort zu sein und vor allem die Spieler am Wochenende sollten, ja, unabhängig jetzt von meinem individuellen Kraftplan, kein Problem sein, dass ich da mitfahre. Also man wird mich auch bei dem ein oder anderen Auswärtsspiel auf jeden Fall sehen, ja. Diese Reha-Maßnahmen, wo finden die statt? Im Elisabeth-Krankenhaus, im ambulanten Reha-Zentrum. Und was macht man denn da ganzen Tag in der Reha? Übertrieben, das ist so, ich bin da für 4-5 Stunden, aber es ist auf jeden Fall, also du bist da an dem Ort und dann hast du halt wirklich verschiedene, ja, Übungen, die du machen musst. Also du hast Physiotherapie, du hast Schwellstrombehandlung, du hast Bewegungsbecken, du hast deinen individuellen Kraftplan, also da ist halt auch ein Kraftraum. Der wird zwar immer angepasst, aber dafür bist du selbst verantwortlich und ja, dann gibt es natürlich auch immer mal noch ein paar Pausen dazwischen, wo man essen kann und da kommen dann auf jeden Fall immer schon 4-5 Stunden pro Tag zusammen, ja. Langweilig wird es dann eben auch nicht, hast du deinen festen Tagesplan und kommst nicht auf irgendwie schwermütige Gedanken rund um deine Verletzung wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Linus, vielen Dank, dass wir dich heute hier im Podcast haben konnten. Es hört sich alles sehr gut an. Wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so gut bleibt und du dann spätestens in der Sommervorbereitung 2025 dann wieder eingreifen kannst. Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung und genau, dann sehen wir uns in den nächsten Wochen. Macht's gut. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Schönen Abend. Tschüss. So, tschüss.
Linus Zimmer, gut zu wissen, dass es ihm gut geht. Jetzt habe ich mich gar nicht bei ihm bedankt für sein Tor gegen Taucher. Das war ja kurz bevor er sich verletzt hatte, denn ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust dort auf Verlängerung. Und mit seinem Tor hatte sich das ja dann erledigt. Linus, an der Stelle nochmal von hier danke für dieses Tor. Und schade, dass dann danach, zwei Tage später, das alles so prompt oder abrupt endete. Umso besser, dass es gut vorangeht und Linus uns auf jeden Fall erhalten bleibt. Richtig. Wir hatten ja letzte Woche, Thomas, diese Frage von Marco, den wir vorhin schon erwähnt hatten, was der erste FC Lok und Real Madrid gemein haben. Und er hat jetzt uns die Auflösung geschickt. Da wäre ich natürlich nie drauf gekommen. Dann erzähl mal. Es geht um eine Studie, auf deren sozusagen Cover der erste FC Lok und Real Madrid verglichen werden. Ich muss gerade mal die Studie rausholen. Du hast ja, hier ist es. Genau. Und zwar geht es um Marken. Hier ist es. Im Jahr 2021 erschien im Akademiker Verlag im Rahmen einer Reihe Humanwissenschaften eine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema Markenetablierung im Sport. Das Titelbild habe ich euch als PDF beigefügt. Ich habe es bereits erwähnt. In dem Buch wird beschrieben, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um einen Verein als Marke im Sport zu etablieren. Zur Veranschaulichung wurden vom Autoren stellvertretend zwei europäische Fußballvereine als Fallbeispiele ausgewählt. Neben der ruhmreichen Lokomotive aus Leipzig durfte sich hierbei als zweiter Verein Real Madrid die Ehre geben. Aus Gründen, den ich noch nachgehen muss, kommt der Autor beiläufig zu der Schlussfolgerung, dass Real Madrid weltweit die bekanntere Marke wäre als unser erster FC Lok. Eigentlich nicht vorstellbar. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und hier ist das Cover und ich habe jetzt nicht überprüft, ob man das irgendwo noch als E-Paper oder so beziehen kann. Aber ja, Hannes Kaczmarczyk, wie man spricht, Aufstieg eines Vereins zur Marke. An den Beispielen 1. FC Lokomotive Leipzig und Real Madrid C.F. Tja, das ist ein Ding. Ich glaube, das hat niemand gewusst, außer natürlich Marco. Ich glaube, das ist so ein Nerd-Wissen tatsächlich. Hat Lok mal gegen Madrid gespielt irgendwann? Na, wenn, dann spielt Real Madrid mal gegen Lok. Also muss man schon sagen, ne? Der Prophet und der Berg und so. Aber nein, wenn es nicht jetzt irgendwie eine graue Vorzeit gewesen ist, aber ich glaube nicht, dass das zu Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen ist. Nee, das hätten wir doch irgendwo gelesen oder so. Wenn, dann hast du ja gegen englische Vereine vorwiegend gespielt. Aber Real Madrid, nee, nur der FC Barcelona. Das hatten wir ja letztens erst. Und wir wollten noch erinnern, oder nicht erinnern, besprechen, dass es ja nun eine ganze Reihe von Stolpersteinen im Stadtgebiet gibt, die mit dem VfB Leipzig in Verbindung stehen, Familie Rotter, dann Willi Michaelis, der Mannschaftsarzt und vor dem Stadion auch von Julio Kertész, dem Trainer des VfB Leipzig, der 1933 entlassen wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft und jetzt am Samstag, weiß nicht, ob das in Braunschwende wahrscheinlich eher nicht, aber eher in Aschersleben auch so ist, wurden ja nicht nur die Stolpersteine geputzt, sondern auch dort Blumen aufgestellt, ein paar Kerzen bei uns um die Ecke zum Beispiel, jetzt eine ganze Reihe von Stolpersteinen von einer Familie, da lag dann auch noch ein Zettel daneben, was dieser Familie passiert ist. Auch der erste FC Lok stellt sich dieser Vergangenheit und arbeitet die auf. Das sollte man nie vergessen, dass die eben auch mit dazugehört. Wir sind jetzt hier keine Firmen, die, das habe ich übrigens tatsächlich erlebt oder gehört, vor 12 Jahren habe ich mal eine Journalistin getroffen, eine Historikerin, Entschuldigung, die hat Firmengeschichten sozusagen erforscht und da konnten Firmen sie buchen und bezahlen, aber die haben sie besonders gut bezahlt, wenn sie bestimmte Themenbereiche ausklammern sollte. Und dann hat sie gesagt, okay, dann ich habe das Geld bekommen, dann muss ich es natürlich so machen, ob Historiker hin oder her. Wer bezahlt, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt was gespielt wird, finde ich ja irgendwie wild. Der erste FC Lok stellt sich seiner Vergangenheit, soweit sie noch zu ergründen, wie man sie noch ergründen kann, ein Vereinsarchiv in dem Sinne gibt es ja nicht. Aber was wir wissen, das thematisieren wir auch. Und ich finde es gerade wichtig, jetzt zu Zeiten, wo in Paris war es, glaube ich, das halbe Stadion mit der Flagge der Terrororganisation geschmückt wird und in Amsterdam jüdische Fans durch die Stadt gejagt werden, finde ich jetzt ganz wichtig, dass man eben auch da Zeichen setzt und da als Verein sich seiner Historie erinnert. Und ich glaube, das hat aber Lok schon eine ganze Weile immer gemacht. Es ist halt mit diesen Stolpersteinen jetzt noch eine neue Maßnahme, wo man es nach außen noch darstellen kann. Und ja, wichtig und wichtig. Wobei bei Amsterdam, muss ich sagen, habe ich jetzt gestern einen Artikel gelesen, das ich weiß jetzt nicht, inwieweit der valide ist, aber dort auch, sagen wir mal, die Aggression andersrum war und es jetzt irgendwie medial so oder so rum dargestellt worden. Wie gesagt, ich war ja nicht dabei und ich habe nur die deutsche Presse konsumiert, beziehungsweise deutsche Medien, da ist es eindeutig. Habe jetzt diese andere Perspektive gestern wahrgenommen, aber inwieweit wer jetzt was recht hat, weiß ich nicht. Schlimm genug, dass über Religion und Herkunft im Rahmen eines Fußballspiels gestritten wird und das immer noch eine Rolle spielt im 21. Jahrhundert, dass man daraus nicht gelernt hat. Ja, schon wieder eine Rolle spielen. Kann man einfach mal nur Lessings Nathan der Weise mal als freie Publikation irgendwie verkaufen mit der Ringparade. In Greif, in Luckenwalde, Entschuldigung, gab es ja auch einen Vorfall am Wochenende. Also das ist
unschön. Das ist richtig unschön und das macht dann auch keinen Spaß, wenn es eigentlich darum geht, wie spielt Haifa gegen Amsterdam und am Ende, also ich weiß das Ergebnis nicht, aber ich weiß, dass es große Probleme in der Stadt gab. Und das reißt ja nicht ab, es geht dann auch wie vor weiter und jetzt sind keine Fans mehr in der Stadt. Also finde ich es wichtig und gut, dass auch der FC Lok Leipzig sich seiner historischen Verantwortung da stellt und sich an diesen Aktionen des einen uns beteiligt. So ist es, so ist es. Ansonsten, was war diese Woche noch los, bevor wir unseren zweiten Gast anrufen? Die HHL, Thomas, HH Leipzig sozusagen, hat eine Studie veröffentlicht über den Gemeinwohlbeitrag des ersten FC Lok. Dazu gab es eine Umfrage, auch ich wurde befragt, wie auch immer ich zu der Ehre kam, aber da gab es ein Telefoninterview. War sogar relativ aufwendig, man musste auch wirklich viel überlegen. Ich glaube, es war auch wirklich komplex. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder die Komplexität der ganzen Methode verstanden hat, und das meine ich gar nicht despektierlich, denn es war wirklich ungewöhnlich, wie dort Informationen miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Ich gebe mal ein Beispiel, also ich kann es jetzt nicht genau rekonstruieren, ich wurde aber gefragt, Thema Nachwuchs, wie würden Sie den aktuellen Stand beschreiben? Und dann mehr oder weniger, was wünschen Sie sich als besseren Zustand? So, aber das war eben nicht so formuliert, wie ich es gerade gesagt habe, sondern es war ein bisschen komplizierter und dann hat man es, also konnte man es auch missverstehen und so. Also es war eine komplexe Angelegenheit und nicht einfach hier mit, welchen Radiosender hören Sie denn zurzeit? Ja, und die Studie wurde jetzt vorgestellt und wir hoffen, dass wir den Professor Meinhardt, der federführend bei dieser Studie war, demnächst im Podcast haben werden, um mit ihm über diese Studie zu sprechen. Wenig überraschend, da diese Umfragen gemacht wurden im Frühjahr diesen Jahres, als die Stimmung nicht ganz so gut war, sind die Ergebnisse auch nicht ganz so gut gewesen, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Kann man jetzt natürlich streiten, inwieweit das einen Einfluss hatte, aber der Einfluss des Sassenheftzeugs aufs Gemeinwohls ist etwas zurückgegangen im Vergleich zu, glaube ich, 2020. Das wird gemessen mit verschiedenen Methoden und so weiter. Die Stadt Leipzig hat den größten Einfluss aufs Gemeinwohl in der Stadt. Überraschung. So, haben wir jetzt die Zeit überbrückt bis 15 oder müssen wir noch was besprechen? Aber erstaunlich, wie viele wissenschaftliche Arbeiten es gibt, ob Leipzig eine Rolle spielt. Also ich erinnere mich jedes Jahr war also irgendeine wissenschaftliche Abhandlung und schon erstaunlich, wer sich alles mit solchen Dingen und warum beschäftigt. Zum Schluss ist Lok Leipzig der Verein in Leipzig, wo es die beste Bratwurst gibt, das beste Publikum und den besten Sport. Oder? Naja, gut, aber dafür brauche ich jetzt keine Studie. Wobei mit der besten Bratwurst, ich habe wieder gehört mit den Versorgungsständen, es wäre wohl nicht so gut gewesen dieses Jahr, dieses Mal jetzt gegen Chemnitz. Wobei jeder, der im Fußball rumkommt, weiß, lange Schlangen gibt es leider in jedem Stadion. Das ist natürlich ärgerlich, dass beim ersten FC Lok so ist, aber kein Thema, was wir exklusiv haben. Aber das ist, wenn du in München bist, beim Bayern, wenn es da pfeift, du willst das doch gastronomisch abhandeln. Du hast eine gewisse Kapazität. Das ist noch schlimmer beim Basketball, weil das die Pausenzeit ja dann noch komprimierter. Das heißt, es gibt einen Pfiff, alle stürmen dahin und du kannst natürlich mit den Leuten, du kannst auch 20 Leute hinstellen, es ist aber nicht abzuarbeiten. Also du kannst machen, was du willst. Oder du sagst, wir stellen jetzt hier 20 Bratwurstbuden hin und dann sagst du dir aber nach dem zweiten Spieltag, das ist aber rein wirtschaftlich so ein mieser Erfolg, das kann ich mir gar nicht leisten. Also wird in Zukunft nicht anders sein, weil es rein theoretisch, logistisch ganz schwierig anders zu machen ist. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch der Klassiker. Es ist halbzeit, jeder rammelt dahin, wie du schon sagtest. Von daher, wie willst du es machen? Wie kannst du es besser machen? Du kannst ja nicht jetzt hier so Pop-Abstände aufbauen, die nur in der Halbzeitpause dann da sind. Das bedarf ja ein bisschen größerer Logistik. Doch, du kannst es anders machen, indem jeder sich seine eigene Bratwurst von zu Hause mitbringt und dann Chorgeld bezahlt, sozusagen. Was? Chorgeld? Gab es früher. Man geht in die Kneipe, bringt was zu trinken mit und zahlt dann einen Anteil an den Wirt, dass man seine eigenen Getränke da trinkt. Aha, wusste ich nicht. Chorgeld. Chorgeld. Ich kenne Normalgeld bei Hochzeiten, das finde ich ja Wahnsinn. Kennst du das Malgeld bei der Hochzeit? Nee. Du bezahlst, das ist, denke ich, so süddeutscher Raum, du bezahlst deinen eigenen Platz bei der Hochzeit. So, und wenn der halt teuer ist, ich habe jetzt Bekannte, wir sind nicht eingeladen, aber wir wissen, dass andere Bekannte eingeladen sind. Konkret ist eine ehemalige Schülerin von mir und der kostet der Platz 125 Euro und dann wird natürlich noch erwartet, dass du ein Geschenk als Beitrag lieferst. So, und dann rechnest du mal, meine Familie, wir sind also zu fünft. Klar, Kinder werden wahrscheinlich nicht ganz so den Tarif bekommen, aber da würde ich alleine 400 Euro bezahlen, damit ich dort bei der Hochzeit bin und dann musst du noch ein Geschenk bezahlen. Also, liebe Paare, die werdende Eheleute werden wollen. Ich habe keine Lust. Auf Malgeld. Bitte laden Sie mich nicht ein. Und gibt es das Geld bei der Scheidung zurück? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen Toni anrufen. Der ist streng, das wissen wir. Und jetzt ist schon eine Minute nach. Ja, naja, dann machen wir.
Unser zweiter Gast im heutigen Podcast, seit einem halben Jahr mal wieder bei uns. Es hat sich viel getan seitdem. Herzlich willkommen, Toni Wachsmuth. Hallo, grüßt euch. Ja, Toni, das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe jetzt ein besseres Handy. Das heißt, ich werde das Gespräch komplett verfolgen können. Und das Zweite ist natürlich, dass der erste FC Lok an der Tabellenspitze steht. Ja, wir fahren gleich direkt los. Wie bewertest du denn diese Situation im Moment, die Tabellensituation und das Spiel vom Freitag? Ja, also ich würde mir da anfangen, als wir von einem halben Jahr gesprochen haben, hätte man vielleicht nicht gedacht, dass wir uns jetzt in einem halben Jahr später als Tabellenführer wieder hören. Und definitiv ist seitdem viel passiert. Ich glaube, dass sehr, sehr viel in die richtige Richtung auch passiert ist. Und von daher sind da jetzt erstmal alle Leute rund um Lok, glaube ich, sehr, sehr zufrieden, was ja schon mal gut ist. Natürlich ist die Situation, so wie sie jetzt ist, sehr schön. Also wir sind ja alles trotzdem Sportler und wollen Spiele gewinnen und wollen erfolgreich sein. Von daher freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt an der Tabellenspitze stehen. Heißt aber trotzdem für uns auch, dass wir genauso weiterarbeiten müssen, dass wir uns da jetzt nicht drauf ausruhen wollen. Das sind eigentlich mal so die grundlegenden Sachen zur Gemütslage. Also jetzt mal unabhängig nur von den Spielern und vom Trainerteam, heißt es natürlich für uns als gesamten Verein weiter Gas zu geben. Und wie schnell das dann auch trotzdem gehen kann, hat uns jetzt auch das Wochenende gezeigt. Erste Niederlage, was uns natürlich dann wiederum alle geärgert hat, ist klar. Aber was uns trotzdem auch nicht umwirft. Ich glaube, das war ja auch so ein O-Ton durch alle Interviews, egal ob es jetzt die Spieler waren, ob es Jochen waren, dass wir an dem Tag einfach auch nicht so gut waren, wie wir hätten sein können. Und was auch noch dazu kam, dass wir so das nötige Quäntchen Glück und die eine oder andere Entscheidung dann einfach auch nicht auf unserer Seite hatten. Ja, und dann ist es so, dass du dann gegen eine Mannschaft aus Chemnitz, die jetzt trotzdem auch gerade im Aufwind ist, so ein Spiel dann auch mal verlieren kannst. Wichtig ist halt, dass du dann die richtigen Schlüsse draus ziehst. Darum wird es gehen in den nächsten Wochen. Aber ich bin da absolut guter Dinge, dass wir das gut hinkriegen. Der erste FC Lok hatte diese Serie. Linus hat vorhin gesagt, es ist schon ein bisschen mehr als irgendwie eine, wie hat er gesagt, Glückssträhne oder so gewesen. Kannst du an verschiedenen Faktoren festmachen, warum der Saisonstart, und wir sind jetzt bei Spieltag 15, also mehr als das, so gut gelungen ist? Ja, ich glaube, dass wir das, was in der Liga wichtig ist, sehr, sehr gut verinnerlicht haben. Und das kommt wirklich vom ersten Spieltag an. Also wir haben uns ja drüber unterhalten, was braucht es in der Liga, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und da war es jetzt eigentlich nicht der Punkt, dass man den allerbesten, attraktivsten und modernsten Fußball der Welt spielen muss, sondern es geht dann auch darum, eine charakterstarke Mannschaft auf dem Feld zu haben, die 95 Minuten, Jochen spricht immer von 95 Minuten, nicht nur von 90, die 95 Minuten Gas geben kann. Ich denke, das haben wir in allen Spielen gezeigt, dass wir einen klaren Plan haben, wie wir Fußball spielen wollen, was dann auch attraktiv ist. Ich denke, auch das haben wir gezeigt und wir haben es eigentlich auch die meisten Spieler aufs Feld bekommen. Vielleicht nicht immer 90 Minuten, aber wir haben es dann trotzdem eigentlich in allen Spielen weitestgehend aufs Feld bekommen. Ja, und dass man dann auch erfolgreich ist, ist dann trotzdem die Konsequenz daraus, dass es jetzt so ein großer Vorsprung ist, davon war jetzt nicht auszugehen. Aber ich glaube, das ging in der Vorbereitung los, dass wir von Anfang an einfach eine Mannschaft dabei hatten, die richtig Bock hatte, Sachen umzusetzen, die auch Bock drauf hatte, ja, richtig hart zu trainieren im Sommer. Und das merken wir, dass es damit natürlich auch Spaß macht zu arbeiten und dass das jetzt auch so ein bisschen, diese Momentaufnahme, auch ein bisschen der Lohn dafür ist, auch wenn wir uns bis jetzt mal auch noch nichts dafür kaufen können. Jetzt haben wir ein bisschen Pech, was Karten angeht, was Verletzungen angeht. Und die Frage, im Winter, wird es einen Zugang geben? Werdet ihr nochmal in irgendeiner Position verstärken? Wenn ja, kannst du es da sagen? Wenn nein, warum nicht? Ja, also, dass da jetzt trotzdem auch ein paar Kranke und Verletzte kommen, ich glaube, das ist im November dann auch irgendwo normal. Dass auch die eine oder andere Sperre jetzt kommt, ist auch nicht ungewöhnlich. Bisschen ärgerlich, wenn dann Sperren durch Meckereien und Ballwegschießen kommen. Das ist dann schon unnötig, was dann von uns auch angesprochen wurde. Aber auch das ist ja so ein Prozess, wo wir auch die Spieler besser machen wollen. Also geht es auch darum, abgeklärter zu werden, ein bisschen ruhiger zu werden, auch ein bisschen cleverer zu werden. Da sind wir auch gerade dran. Aber ganz verhindern, dass dann mal einer wegfällt, wird man nicht können. Und ja, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Das wird sich jetzt auch die nächsten Wochen nicht grundlegend ändern, weil wir dann trotzdem ein paar Jungs haben, die jetzt einfach länger ausfallen. Von daher werden wir da auch nicht jede Woche hadern, sondern das Beste draus machen. Und dann die Spieler, die dann die Chance bekommen, die werden sie nutzen, weil verdient haben sie es alle dann auch mal zu spielen. Von daher mache ich mir da auch keine großen Sorgen. Trotzdem darf jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Das ist schon auch klar. Zum Thema Wintertransfers. Mal aus sportlicher Sicht macht es schon auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ganz einfach, wir sind schon mit einem sehr kleinen Kader in die Runde gegangen, mit 19 Feldspielern, 2 Torhütern, dazu noch unsere beiden U19-Spieler, die relativ regelmäßig dabei sind. Das ist dann trotzdem sehr wenig. Dazu kommt Linus Zimmer mit Kreuzbandriss. Wir sprechen also von 18 plus 2. Ja, von daher ist dann schon unser Ziel, vielleicht im Winter da nochmal tätig zu werden. Aber sportlich muss es passen, wirtschaftlich muss es passen und charakterlich muss es auch passen. Wenn die 3 Punkte gegeben sind, dann machen wir was. Und ansonsten ist das der Kader, dem wir dann auch zu 100% vertrauen. Wir waren Mitgliederabend,
da ging es auch um das Thema dritte Liga. Bevor wir das Thema besprechen, würde ich gerne noch voranstellen, wo siehst du denn noch Potenziale in unserem Spiel? Wo sagst du, da haben wir schon im Prinzip alles ausgereizt, was irgendwie geht? Boah, also ausgereizt haben wir an keiner Stelle alles. Also geht immer besser. Geht immer um Kleinigkeiten, es geht immer um Feinheiten. Logisch haben wir schon auch ein paar Sachen gut gemacht, sonst sollte man nicht vorne sein. Aber es gibt in allen Bereichen immer Luft nach oben. Und so gehen wir es auch an. Also ich glaube, wir können noch effektiver werden, wir können noch besser verteidigen, wir können noch besser bei Standards werden. Also da gibt's viele Punkte. Grundlegendes Potenzial. Ja, wo sie das größte Potenzial. Also ich glaube, dass wir vielleicht noch mehr dran arbeiten können. Komme ich so ein bisschen wieder aufs Spiel gegen Chemnitz, dass wir Phasen im Spiel haben, wo wir noch zu hektisch sind, wo wir noch nicht die Souveränität auch im Spiel mit Ball haben, die wir vielleicht haben könnten. Aber auch das ist ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen geht. Von daher ist das auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber ich denke, dass wir das besser können. Und auch wenn wir das Spiel von Chemnitz nochmal ein bisschen genauer analysieren werden, ist das auffällig, dass eigentlich die Möglichkeit dazu gegeben oder da gewesen wäre, ruhiger zu spielen, mehr Ballbesitz zu haben, nicht so hektisch immer gleich in die Spitze zu spielen. Ja, und das zu erkennen, ist, glaube ich, so ein Potenzial. Einfach die verschiedenen Spielsituationen zu erkennen und dann die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Aber ja, nochmal, die Basics, die stimmen, die haben auch in dem Spiel gestimmt. Wir können da der Mannschaft überhaupt gar nichts vorwerfen. Da redet man wirklich über Kleinigkeiten, die besser gehen. Wäre ja auch langweilig, wenn schon alles passen würde. Von daher, ja, absolut. Das stimmt. Muss ja auch so sein. Und jetzt zur dritten Liga. Für mich überraschend war, gab es diesen Mitgliederabend jetzt im Oktober mit dem Fokus auch auf das Thema dritte Liga. Da habt ihr verschiedene Sachen angesprochen. Wie siehst du das Thema? Ich sage, es ist viel zu früh, sich damit eigentlich zu beschäftigen, aber wahrscheinlich muss man ein paar Sachen schon vorher erledigen. Also man muss ja unterscheiden. Natürlich darf das nicht jede Woche in den Köpfen von allen Spielern und von allen rund um den Verein sein. Damit tun wir uns definitiv keinen Gefallen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon auch strategisch ein paar Sachen in die Wege leiten und dann nicht irgendwann im Frühjahr dastehen und sagen, Mensch, was macht man jetzt? Also von daher ist das schon richtig, sich da Gedanken drum zu machen, weil es ist ja auch eine Sache, die dann erstens ein bisschen Zeit braucht, Angebote einzuholen, zu vergleichen, Konzepte zu erarbeiten. Und noch dazu kommt ja, dass die Lizenzierung für die dritte Liga Ende Februar stehen muss. Das heißt, allzu viel Zeit ist da dann effektiv gar nicht mehr. Von daher ist es schon richtig, sich da Gedanken drum zu machen. Aber wir müssen schon trotzdem wissen, dass es bis dahin erstens noch ein ewig langer Weg ist und dass wir da noch einiges an Arbeit sowohl auf dem als auch neben Platz zu tun haben. Wie weit realistisch ist das denn jetzt überhaupt? Also wir sagen, wir spielen weiter so, sind mit vorne dabei und irgendwann kommt der Trainer zu dir und sagt, so pass mal auf jetzt, wenn wir weiter so spielen, werden wir auf jeden Fall Erster und dann spielen wir Relegation und dann sagst du, das müssen wir uns irgendwie nochmal überlegen, das darf gar nicht passieren, weil wir kriegen es gar nicht gebacken. Oder seht ihr wirklich eine realistische Chance, dass der erste FC Leipzig nächstes Jahr oder in der übernächsten Saison dann in der dritten Liga spielt? Na gut, ich glaube, genau dafür gibt es ja die Lizenzierung, um genau die Fragen zu beantworten. Also das eine ist natürlich das Sportliche und schon allein durch die Relegation ist es ohnehin so, dass, ich sag mal, die Vereine, die sich mit der Meisterschaft beschäftigen, ohnehin so ein bisschen zweigleisig planen müssen. Von daher ist es ja eh so, dass sich das Ganze erst im Mai entscheiden wird und bis dahin müssen wir ja trotzdem den Kader planen, Sachen vorbereiten und auch rund um die erste Mannschaft Sachen vorbereiten. Also die zweigleisige Planung, die wird sowieso so sein. Und dann müssen wir uns im Prinzip so aufstellen, dass wir genau an den Punkt nicht kommen. Dass wir dann an dem Punkt sind, zu sagen, wir schauen im Frühjahr, wo wir stehen und dann sehen wir weiter. Darum muss es eigentlich gehen jetzt die nächsten Wochen und Monate. Das Thema Rasenheizung war ein Thema, was den Mitgliederabend dominiert hat. Für alle die vielleicht nicht konnten, das ist ja auch ein, sag mal, Pferdefuß, wenn jetzt der Aufstieg gelingen sollte, braucht man eine Rasenheizung, ansonsten ein Ausweichstadion. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Also ich glaube, zusammengefasst ist es so, dass man entweder oder haben muss, dass man entweder ein Stadion mit einer funktionierenden Rasenheizung haben muss, denn man ist verpflichtet, für die Monate November bis, ich glaube Ende Februar oder März, auf jeden Fall in einem Stadion zu spielen, was eine Rasenheizung hat. Heißt, wenn wir ein Ausweichstadion melden würden, müssten wir dann auch tatsächlich von November bis März dort spielen, unabhängig von den Temperaturen. Dann hieße natürlich erstmal für uns, wir würden die obligatorische Strafe vom DFB bekommen, heißt 250.000 Euro Abzug vom TV-Geld, plus wir müssen das Ausweichstadion anmieten, wir müssen es bezahlen und wir spielen auswärts. Also gibt schon auch ein paar Punkte, die da absolut dagegen sprechen. Also unser Ziel ist ganz klar, wenn es dazu kommen sollte, dann eine Liga höher in Bruno Blaros zu spielen. Das ist das ganz klare Ziel. Dafür müssen wir halt ein paar Aufgaben erfüllen
und da sind wir dran. Aber viel ist es auf jeden Fall, weil das am Ende des Tages dann auch trotzdem schon allein wirtschaftlich eine Riesenbelastung ist, ja, mindestens eine Saison in einem Auswärtsstadion zu spielen. Unabhängig davon, dass es natürlich auch eine Riesenbelastung ist, erstmal eine Rasenheizung zu bezahlen, aber ja. Dennoch muss es ja nun mal sein. Das stimmt. Jetzt war in einem kurzen Beitrag in der Sportschau das Thema auch nochmal diese Relegation, die die Ostvereine spielen müssen. Gibt es da eigentlich irgendeine Form mal langsam Bewegung, dass sich da mal was tut, oder müssen wir damit bis zum Ende unserer Tage leben, dass es eben so ist, dass die Ostvereine Relegation spielen müssen? Ja, also ich glaube, das ist ja echt so ein Thema gefühlt für eine Sondersendung, das Thema Relegation. Ja. Aber dann bitte nicht mich einladen. Von daher, es ist natürlich ein leidiges Thema. Also natürlich gefühlt jeder, den du fragst, der sagt, ach Mensch, Meister müssen aufsteigen. Klar, aber wir sehen ja nun die letzten Jahre, dass es eben nicht so ist und dass es auch gerade keine Anstalten gibt, das irgendwie zu verändern. Es gab ja mal den Vorstoß, auch über den NOV, der da so ein bisschen federführend war. Der ist ja dann trotzdem relativ schnell abgeschmettert worden. Von daher bleibt die Regelung jetzt gerade erstmal so, wie sie ist. Macht für uns dann auch keinen Sinn, sich dann dauernd drüber zu beschweren, weil es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Wir wussten auch vor der Saison, dass es so ist. Folglich wird man es dann auch so nehmen, wie es ist. Unabhängig davon ist ja eine Relegation ja auch was Cooles. Also ich erinnere mich dann trotzdem immer gerne an Relegationsspieler. Na, du hast doch ein Tor gemacht für Zwickau und bist aufgestiegen. Also klar, man hat sich natürlich noch gerne dran, wenn man sie dann auch gewinnt. Aber ja, trotzdem sind das für alle Leute absolute Highlights. Also das hat dann schon so einen Impfstil-Charakter. Also nicht nur für die Spieler, sondern auch für jeden Fan, für jeden Sponsor ist das einfach, sind das einfach Spiele, die erlebst du dann halt nicht so oft. Und das ist ja dann schon auch mal geil. Sagt Toni Wachsmuth, der den FSV Zwickau mit seinem Tor mit irgendeinem Körperteil, was auch immer, in die dritte Liga geschossen hat. Das kann ich natürlich verstehen, dass es für dich ein Highlight war. Ja, ich glaube für die paar tausend Leute dann auf dem Rathaus auch. Also ja. War dann schon cool. Aber trotzdem ist erstmal ewig weit weg auf der einen Seite. Ja. Und weil mir geht es einfach darum, ich weiß natürlich um die Vorgeschichte, Lok Leipzig in der Relegation ohne Zuschauer an Zahl gescheitert. Also viel bitterer geht's ja nicht. Ja. Dann auch, ich glaube, beide Spiele nicht verloren, korrekt. Ja. Beide Spiele unentschieden und dann wegen der Auswärtstorregel nicht aufgestiegen. Ja, also mehr braucht man dazu nicht sagen. Also ich möchte halt nur, dass man nicht nur das Negative damit verbindet, sondern dass es da schon auch ein paar schöne Sachen gibt in so einer Relegation. Ja. Jetzt hatten wir gerade, weil du Zwickau saßt, mit einem Zwickauer im Podcast gesprochen, der sagte damals, das ist eins ist Fakt, wenn du die dritte Liga aufsteigst, dann verschuldest du dich, dann musst du da irgendwas machen, sonst brauchst du gar nicht antreten. Und wenn du von vornherein sagst, nee, machen wir nicht, dann ist das eben dann, ja, okay, dritte Liga, aber es ist nicht machbar. Ist das so? Muss man sich auf jeden Fall verschulden, wenn man sagt, wir gehen jetzt in die dritte Liga? Naja, also es hängt ein bisschen davon ab, wie du wirtschaftlich aufgestellt bist. Also du brauchst dann schon ein bisschen mehr Power, als wir es jetzt haben. Mal ganz salopp gesagt. Also es sind dann einfach höhere Anforderungen, sowohl an die Spieler, aber auch an den gesamten Verein. Geht es ja auch um Mitarbeiter, Geschäftsstelle, da geht es Infrastruktur, Stadion, geht es um diverse Reisen, die du dann einfach auch abbilden musst. Es sind einfach deutlich höhere Kosten, die in der dritten Liga auf dich zukommen. Und das fängst du halt nicht mit, ich glaube aktuell sind 1,2 oder 1,3 Millionen TV-Geld ab. Das reicht dann halt nicht. Das heißt, du musst dich dann natürlich auch in Sachen Sponsoring, in Sachen Einnahmen, musst du dich dann einfach steigern, wenn du da eine realistische Chance haben willst, dabei zu bleiben. Weil das eine ist ja, in die Liga reinzukommen, das andere ist ja, in der Liga zu bleiben. Ja. Und da musst du schon so weit sein, dass du da zumindest eine realistische Chance hast darauf. Du persönlich spielst du Regionalliga Nordost ist ja sozusagen die alte DDR-Oberliga mit vielen Traditionsvereinen. Du sagst, nee, die dritte Liga hat schon noch Reize. Wir haben vorhin mal überlegt, die Besucherzahlen der dritten Liga, wie die so aussehen. Macht es denn nur Sinn zu sagen, wir müssen sportlich uns bewegen, oder macht es dann auch das wirtschaftlich attraktiv eventuell für uns, da irgendwie in der dritten Liga loszulegen und zu sagen, wir versuchen es halt mal? Also ich glaube, dass wir allein von Zuschauereinnahmen, sicher ist eine dritte Liga einfach für alle interessant und es werden dann auch mehr Leute ins Stadion kommen, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, dass wir jedes Spiel ein ausverkauftes Stadion haben werden. Ich glaube nicht, dass das dann der Fall ist. Ich glaube aber, dass die dritte Liga einfach eine Bühne ist, wo du einfach vermarktungsmäßig was draus machen musst. Ich denke, dass das so der Schlüssel dafür ist, vielleicht dann auch andere Sponsoren, neue Sponsoren, vielleicht überregionale Sponsoren anzusprechen, weil du hast einfach trotzdem eine andere Präsenz. Du bist ja nochmal anders im Fokus als in der Regionalliga. Ich finde sportlich beide Ligen echt super. Beide Ligen haben ihren Reiz, haben ihren Charme. Haben wir natürlich auch in der Regionalliga Nordost sehr, sehr viele Derbys, viele Zuschauer. Das ist ja dann trotzdem in anderen Regionalligen anders. Mhm. Und die dritte Liga hat natürlich auch trotzdem einen besonderen Reiz, weil du einfach noch mehr Traditionsvereine hast, größere Stadien und halt dann
dann auch trotzdem Vereine, gegen die Lok Leipzig jetzt lange nicht gespielt hat. Von daher hat das natürlich auch einen gewissen Reiz, dann mal wieder gegen Mannschaften zu spielen, gegen die man vielleicht letztes Mal vor 20 oder 30 Jahren gespielt hat. Ja. Beide Ligen cool, beide Ligen machen Spaß. Aktuell sind wir in der Regionalliga und haben auch da erstmal genug zu tun. Deswegen kümmern wir uns mal noch nicht allzu viel drum, wer alles in der Liga drüber spielt. Das ist das Stichwort. Wir hatten ja das Spiel gegen Chemnitz sozusagen schon gedanklich jetzt abgehakt im Interview. Jetzt geht's nach Bautzen und dann geht's nach Plauen. Ich sage, es gibt angenehmere Spiele im Pokal und auch in der Liga als Freitagabend zum Beispiel in Plauen. Wie siehst du denn den Ausblick auf die kommenden Spiele? Sehe ich genauso. Also klar ist erstmal der erste Step Bautzen. Wir haben vielleicht auch nochmal so ein kleiner Rückblick vor der Saison oder im Trainingslager so ein bisschen mit der Mannschaft festgelegt. Wir wollen die Saison nicht im ganzen Sinn, sondern eher so in einzelnen Etappen. Und da war so der Saisonstart dabei, dann war die erste Zwischenphase, dann die zweite Phase. Jetzt kommen wir so ein bisschen schon in die letzte Phase vor Weihnachten, bestehend aus Pokalspielen und vielleicht noch 4 Ligaspielen. Da heißt es jetzt einfach auch, dass du Spiele dabei haben wirst, wo es nicht darum geht zu glänzen oder ja absoluten Sahnefußball zu spielen, sondern genau in solchen Spielen, Freitagabend in Bautzen, Freitagabend in Plauen, in Luckenwalde, geht es dann schon auch darum, einfach abzuliefern, konzentriert zu sein und zu punkten und jetzt im Pokal weiterzukommen. Dazu wird es gehen, dazu haben wir dann 2 Heimspiele gegen 2 echte Top-Teams auch in der Liga, als Klinike eine sehr, sehr gute Mannschaft. Erfurt auch mit einer beeindruckenden Serie jetzt die letzten Wochen. Werden schon alles für uns schwere Spiele. Und von daher müssen wir dann schon auch wieder an unsere 100% ran. Und wenn wir das schaffen, glaube ich auch, dass wir da auch wieder erfolgreich sein werden in den Spielen. Ich habe keine weiteren Fragen. Thomas, wie sieht's bei dir aus? Kannst du uns mal kurz sagen, was Toni Wachsmuth so wie so ein Tag, so ein ganz normaler Tag als Sportgeschäftsführer bei Lok Leipzig aussieht, wie das so abgeht? Also, ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was anfällt. Also das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, dass halt nicht jeder Tag gleich ist, sondern dass jeden Tag irgendwie was anderes wartet. Heute war zum Beispiel Doppeltraining, das heißt, der Tag war im Prinzip von früh an relativ vollgepackt. Wir haben dann heute noch zusammen gegessen über Mittag, sind dann noch eine kleine Sitzung mit Trainerteam und Staff, wo dann einfach immer mal so ein bisschen der ganze Orga-Kram besprochen wird für diese und für nächste Woche. Danach wurde das Training vorbereitet von den Trainern. Nach dem Training hat man noch mal kurz drüber gesprochen, wie so die Eindrücke waren. Also insgesamt muss ich sagen, macht Spaß zu arbeiten. Auch mit Jochen, mit dem ganzen Trainerteam zu arbeiten, macht Spaß. Mit der Mannschaft macht es extrem viel Spaß. Deswegen nicht, weil wir den ganzen Tag nur Witze machen und lachen, sondern weil es schon ein schöner Mix ist zwischen, es geht richtig zur Sache im Training und es wird konzentriert gearbeitet und es ist gute Stimmung. Weil am Ende ist es trotzdem auch so, dass man ja nur irgendwo gute Leistung bringen kann, wenn man sich auch wohlfühlt und wenn man auch Spaß bei dem hat, was man macht. Das geht den Spielern, glaube ich, gerade so, es geht mir auch so, geht mir auch in der Geschäftsstelle so. Dann gibt es auch Tage, die sind dann vielleicht ein bisschen ruhiger. Da geht es dann mehr um einfach ein paar andere Themen, die so anfallen. Manche langweilig, manche super interessant. Also du kannst ja gerne mal diskutieren kommen, wenn du möchtest. Dann machen wir mal ein paar Tage zusammen bei Lok. Ja, nicht gleich ein paar Tage, ein Tag reicht doch, 2. Wie du willst. Aber mit nicht so viel Bewegung, bitte. Ja, okay. Beim Nachwuchs war ich noch am Samstag. Also am Samstag dann trainiert nach dem Chemnitz-Spiel ganz normal, hat ganz normal unserem Ablauf. Hab dann noch ein bisschen beim Nachwuchs zugeschaut, was dann schon auch immer mal interessant ist, sich da auch immer mal ein paar Eindrücke zu holen, auch mal mit den Nachwuchstrainern oder auch mit den Verantwortlichen am Spielfeld dran mal zu sprechen. Auch immer ganz nett. Und dann war sogar mal ein freier Sonntag dabei, was auch mal schön war. Ja, da wird sich die Familie gefreut haben, nehme ich an. Freut sich die Mannschaft, wenn du bei jedem Training dabei bist oder sagen sie, naja, das ist ja schön und gut, aber der kann auch mal wegbleiben oder sagen die, nee, ist schon ganz gut, wenn er dabei ist. Ja, die klatschen immer, wenn ich komme. Ja, also von daher doch. Vom ersten Tag an klatschen die immer, wenn ich komme, und es bleibt auch so. Geht im Vertrag für nächstes Jahr, da würde ich auch klatschen. Also ich hab nicht das Gefühl, dass ich nicht willkommen bin, sagen wir es mal so. Also gibt's dann auch Einheiten, die sehe ich nicht oder nicht komplett, weil dann einfach irgendeine Besprechung in der Geschäftsstelle länger dauert. Aber ich versuche schon trotzdem so viel wie möglich auch vom Training zu sehen. Das ist mir schon auch wichtig, weil das ja schon auch immer so ein bisschen so ein Indiz dafür ist, wie ist gerade die Stimmung, wie sind gerade die Jungs drauf. Das ist dann schon auch wichtig. Hatte ich Jochen Seitz mit irgendeiner Entscheidung schon mal so dermaßen überrascht, dass du gesagt hättest, ups, oder seid ihr, was das angeht, so auf einer Wellenlänge? Also gerade was so Aufstellungsthemen sind, die besprechen wir dann schon. Am Ende trifft er logischerweise die Entscheidung, wenn es dann mal um 50-50-Entscheidungen geht zum Beispiel. Aber insgesamt ist es schon so, dass wir da drüber reden. Ja, wirklich, wirklich überrascht.
Nö, hat mich jetzt noch nicht. Also klar, als wir dann Ryan das erste Mal als linken Außenverteidiger haben spielen lassen, war das schon für uns auch erstmal eine Sache, wo wir auch schauen mussten, wie das funktioniert. Aber ja, hat gut funktioniert. Er spielt das gut, fühlt sich da auch wohl auf der Position. Von daher, das ist das alles gut. Und ich glaube bei Tobi, so als Gegenstück jetzt als Rechtsverteidiger, war das ja auch so ein Punkt, dass Pippi und Robin ihn schon als Rechtsverteidiger haben spielen lassen Ende letzter Saison. Mhm. Er das da auch schon gut gemacht hat. Aber ich finde gerade jetzt, er noch mehr Einfluss auf unser Spiel hat und das echt top macht. Von daher war das zum Beispiel so eine Entscheidung, wo da jeder so ein bisschen seine Aktie dran hat. Und ich glaube, wenn man Tobi fragt, ist er halt auch nicht traurig drum, jetzt Rechtsverteidiger zu spielen, sondern auch ganz happy damit. Ende wird er froh sein, dass er spielt. Das letzte Mal, als wir telefoniert hatten, wollten wir Marco damit überraschen, dass du erklärst, wie du den Namen von Einburg zu uns geholt hast. Er hat sein Telefon in der geschmissen, ging nicht. Vielleicht erklärst du es jetzt nochmal. Also ja, auch das war natürlich auch so, dass das ein bisschen der Kontakt auch über Pippi mit zustande kam, weil die beiden sich natürlich auch schon länger kennen und auch gut kennen. Ja, und dann war das weniger so das Thema, ob er jetzt ein guter Torhüter ist oder nicht. Da waren wir uns alle relativ schnell einig. Da war es mehr das Thema, funktioniert das mit seinem Job als Lehrer bei uns Torhüter zu sein. Das war mehr so das, wo wir mal noch ein zweites, so ein drittes Gespräch gebraucht haben. Aber am Ende des Tages ist es gut, dass es so ist, wie es ist. Wir sind happy, dass Naomi da ist. Ich denke auch, er fühlt sich ganz wohl bei uns. Und ja, daher auch das definitiv keine allzu schlechte Entscheidung für uns. Auf jeden Einburg, Fall. Einburg, ja, weiß ich nicht. Sage ich jetzt nichts zu. Ja, aber ja. Sind, wenn zwei von dreien glücklich sind, ist doch okay. Dann ist ja die Mehrheit glücklich. Manchmal kriegst du es nicht hin, dass alle glücklich sind. Das ist so. Ja. So ist es. Und da nehme ich doch im Wohle von Lok, nehme ich das doch dann mit. Müllers verletzt, wird er am Samstag, ist der wieder so fit, dass er am Samstag spielen kann, oder wie sieht es da aus? Wir sind erstmal froh, dass er schon wieder mit auf dem Platz ist, wenn auch nicht komplett. Also er hat heute so ein bisschen so ein Teiltraining gemacht, danach noch eine kleine Runde laufen gegangen. Also alles, was so lockere Sachen sind, das geht schon. Wenn es Richtung Maximalbelastung, also Schießen, Springen etc. geht, was es im Torwart dann trotzdem ab und zu mal macht, ja, da zieht es noch ein bisschen, also wird eng für Samstag, aber ja, gemessen daran, dass der Fuß dann wirklich nicht gut aussah, so am ersten Tag nach der Verletzung, sind wir schon mal happy, dass er überhaupt erstmal wieder auf dem Platz ist jetzt schon. Dann drücken wir die Daumen, dass das was wird, diese oder nächste Woche dann zumindest im Kader oder im Tor, dass wir da auf der Position auch wieder ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen, weil Ersatztorwart kann auch wichtig werden. Ja, also es ist natürlich immer überraschend, wenn du zwei Top-Torhüter hast, das ist dann schon echt eine gute Situation für uns, definitiv. Und deswegen sind wir natürlich happy, wenn Mühe dann so schnell wie möglich wieder da ist. Betrifft dann alle anderen Spieler auch, die jetzt gerade verletzt sind. Abu Ballo ja auch gerade ein bisschen angeschlagen. Klein Muskelfaserriss, auch da müssen wir sehen, wann der dann wieder fit ist. Der uns dann auch sicher irgendwann helfen wird. Ja, bei Adrian Kireski wird es noch ein bisschen dauern. Ja, und ansonsten haben wir so ein paar kleine Bewegungen, die dann hoffentlich nicht allzu lange dauern. Das hoffen wir auch. Toni, danke für deine Zeit. Gerne. Wir hören und sehen uns. Ja, vielleicht dann wieder in einem halben Jahr. Mal gucken, was wir dann so zu erzählen haben. Ja, gerne. Das ist dann Mai. Da werden dann die Gänse gezählt, wie Achim Steffens früher immer sagte. Macht mal eine Folge mit Achim Steffens. Die wird ich mir dann auf jeden Fall auch anhören. Die kannst du machen. Die gibt's schon. Haben wir vor einem Jahr aufgenommen. Ist Weltklasse. Ja, die höre ich mir an. Definitiv. Alles klar. Also, macht's gut. Danke. Danke euch und bis bald. Tschüss. Bis bald, Toni. Bleib gesund. Ciao. Ciao. Unser Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth, dass er alle halben Jahre bloß bei uns ist, mir gar nicht aufgefallen, könnten wir auch öfters mal einladen, wie so viele andere auch. Ja, das stimmt, aber wir haben ja auch nur Zeit für zwei Gäste und ja, was heißt immer nur, ist erst das zweite Mal da, ist erst ein halbes Jahr tatsächlich hier im Verein. Ein beeindruckendes halbes Jahr für alle Umstehenden. Wir haben es gerade schon so intern angesprochen, ich denke, jetzt können wir ja nochmal thematisieren. Auch im Zusammenhang mit der Studie haben wir schon gesagt, diese Umfrage der Studie wurde ja gemacht, als es sehr unruhig rund um den Verein war und jetzt hat man den Eindruck, es wird ganz solide und ruhig gearbeitet. Natürlich hilft da die Tabellenposition, aber ich glaube, es hilft noch so ganz viel drumherum, Kommunikation und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben da auch zwei Leute, jetzt zumindest an der sportlichen Spitze, also was das angeht, die ihr Handwerk verstehen. Und unserem Trainer, der viele bestimmt überrascht hast, du hast ja, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass du, als du den Namen zum ersten Mal gehört hast, auch nicht so richtig wusstest, wie du das einordnen sollst. Aber er hat sich natürlich auch als Volltreffer für uns entpuppt. Ja, naja, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass Jochen Seitz zum ersten FC Lok kommt. Ja, über seine Qualitäten, Fähigkeiten konnte ich gar nicht sagen. Ich kenne natürlich auch nur die Tabellenstände und sein Ziel, im Profifußball zu kommen, weswegen er in Aschaffenburg aufgehört hatte. Genau, aber es entpuppt sich als Glücksfall. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, das hat der Toni auch schon gesagt, es gibt immer Potenzial nach oben, ne? Das weiß der Analyst natürlich auch. Und du hast auch, selbst wenn du dein Handwerk verstehst, brauchst du Glück.
Und jetzt ist eine Phase, wo du auch ein Stück weit Glück brauchst mit Verletzungen, mit Erkältung, mit Sperren, um diese Phase bis Weihnachten zu überstehen, so gut wie möglich. Und ich denke, Toni hat mir da auch ein bisschen aus der Seele gesprochen, es ist noch übelst weit. Und wenn wir uns vorstellen, Ferl hat ja gesagt, wenn man sich da vorstellt, dass wir, die Rückrunde hat ja gerade begonnen mit einem 0-0 gegen Viktoria Berlin zu Hause, was wir gewinnen können. Schubert Aboubakari trifft da den Pfosten, nachdem er Torhüter umkurvt hatte. Dann haben wir in Cottbus gespielt, dann haben wir gegen Auerbach gespielt, da haben wir gegen, ich glaube, dann war schon, ne, wir haben nochmal auswärts gespielt in Rathenow und dann gegen Meuselwitz. Da waren 5 Spiele gespielt, als die Saison abgebrochen wurde in der Rückrunde. Das heißt, es waren noch immer noch 12 Spiele eigentlich zu spielen. Wir waren damals Tabellenführer und haben uns einen Keks gefreut darüber, aber es ist nach wie vor natürlich, es wird auch nie rauskommen, ob wir das diese 12 letzten Spiele auch noch sozusagen hätten behaupten können. Ich meine, 12 Spiele ist ein Drittel der Saison. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Es ist noch sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Für dich die Reise am Wochenende zum Spiel, sehr, sehr weit, aber du bist safe fort. Und dann gibt es dann auch Lockruf, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, es gibt Lockruf. Ich muss mal gucken, wie ich das technisch mache. Ich bin ja nicht der Freund dieses Laptops, der da mitzuschleppen ist. Und das, da ich Donnerstag schon fahre, ist auch ein bisschen schwierig. Hast du Samstag schon was vor? Kann ich dich vielleicht anrufen und dann machen wir so Lockruf? Du erzählst mir, was passiert und ich erzähle dann weiter. Nee, so wie wir das früher gemacht haben. Damals. Damals, ja. Damals. Kann ich dir auch demnächst. Demnächst sage ich dir Bescheid. Also irgendwie wird es Lockruf geben. Ja. Wann ist das Spiel? Genau, das ist ja verlegt worden. 15 Uhr. 15 Uhr. Samstag 15 Uhr. Okay. Ich frage mich, weiß es gerade gar nicht, gibt es in Bautzen eigentlich Flutlicht? Muss es ja eigentlich geben. Denn es ist ja schon 16:45. Naja, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal dort abends gespielt haben in Bautzen, aber es muss ja Flutlicht irgendwie geben. Ja. Also es wird Flutlicht geben, deswegen kann man nicht 15 Uhr da spielen. Genau, gut, dann hören wir uns am wahrscheinlich Samstag. Mhm. Und dann nächste Woche nehmen wir erst Mittwoch auf. Es ist Vereinsfest des FC Eilenburg am Dienstagabend. Und da ich das letzte Jahr verpasst habe, mir alle vorgeschwärmt haben, wie schön das war und wie schön das Buffet vor allen Dingen war, werde ich dann am Dienstag dort sein und werde dann Mittwoch vom Schmaus berichten. Ich überlege mir jetzt die ganze Zeit, ob ich mich da selber einlade. Nee, Quatsch. Ob ich jetzt meinen angebotenen Hospitationsplatz. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ich würde das sofort machen. Nee, brauchst gar nicht drüber nachdenken. Das Angebot ging an mich und das werde ich. Ich werde aber dem Toni erstmal stecken, dass wenn du hospitieren kommst, du erstmal dein Probetraining machen musst, was du ja zu Corona-Zeiten im Fanshop des ersten FC Lok bei der Fußballschule erworben hattest. Ja, also dieses Einzeltraining. Das macht er dann mit dir. Aber das werde ich wahrnehmen und dann werde ich im Podcast darüber erzählen, was hinter den Kulissen des ersten FC Lok Leipzig alles abgeht. Ja, aber vorher musst du Printen wie Tobi Dombrova lernen und Köpfen wie John Marziane Bälle festmachen, wie Stefan Marderer. Und rausdrehen aus dem Angriffspressing wie Farid Abderrahmane. Vorher darfst du gar nicht auf die Geschäftsstelle. Und so ein Tor schießen, wie Farid das gemacht hat. Mit rechts, links gezielt und rechts rein und alle waren verwundert. Ja, und Leute, die mich manchmal angucken, denken, das kann der bestimmt auch rechts gucken, links reinschießen. Gut, anyway, das war die nächste Folge. Was hatten wir jetzt? 523. Staffel, 10. Folge. So in etwa 87., 88. Wenn wir 100 Folgen Podcast gemacht haben, ja, dann gibst du mir ein Eis aus? Gebe ich dir ein Eis aus. Oder ein Stück Kuchen. Oh ja, ein Stück Torte oder 2 Stück oder 3. Tatsächlich hat ja der Podcast bzw. das Lokhof-Wunschkonzert im März dann Geburtstag. Wird es 5 Jahre Pandemie. Da fällt mir ein, im Facebook-Kommentar hätte es wohl gegeben zum Spiel, so nach dem Motto, nie war eine, was jetzt noch hilft, nur noch hilft, ist ein Wintereinbruch. Ja, das finde ich auch interessant. Hatten wir auch schon, dass jetzt Mitte November keine Spiele mehr gespielt werden, weil der Winter so hart ist. Danach sieht es nicht aus, was auch wiederum gut ist, denn so schlecht sind wir ja nicht drin. 5 Jahre Lockcast Podcast. Viele Grüße an Alex und wir hören uns nächste Woche und bis dahin alles Gute. Bis später, Silje. Tschüss. Tschüss. Lockcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.